herzlich willkommen zurück hier bei Talk Up, eurem Podcast der Atlanta Falcons im Verbund der Footballerei. Immer live, jeden Dienstag 17.30 Uhr auf YouTube, auf Facebook, auf Twitch und auf Twix. Ja, für alle, die es nicht wissen, neue Social Media Plattform aus Twitter und X wird Twix. Wunderbar, wir sind live, wir sind wieder hier und welcome back on Earth, müsste man jetzt auch sagen. Nach dieser Raketenstart-Saison 2.0 sind wir auf dem Boden der Tatsachen zurückgekommen. Ja, wer die Videobeschreibung gelesen hat, Motor City hat uns quasi komplett zerlegt. Und der Motor, der Falcons Run-Motor ist ins Stottern geraten. Ja, und darüber werden wir sprechen müssen. Warum? Weshalb? Welches Additiv wurde in den Motor gekippt, was nicht funktioniert hat? Und all diese ganzen Dinge, die dazu geführt haben, dass wir 6-20 in Detroit verloren haben. Und man muss sagen, verdient verloren oder die Lions verdient gewonnen. Gut, zu diesem Back-on-Earth-Talk habe ich heute mit drin Kevin aus Kiel. Sei gegrüßt. Moin, Leute. Und Gucci Dave im besten Gucci Dave Zwirn ist aus Stuttgart auch mit dabei. Schön, dass du da bist. Schön, wieder dabei zu sein. Eine kleine Hot News und ich denke, sie ist okay, wenn wir sie präsentieren. Ja, ich glaube, ich kriege ein Nicken von euch. Es fehlt ja jetzt schon einige Zeit. Unsere, wie wollen wir sie nennen? Unsere Instanz aus Wolfsburg. Und der ein oder andere hat es mitbekommen. Denn jetzt ist der Grund auch quasi offiziell. Monsieur ist heute offiziell Papa geworden. Tada! Großartig! Glückwunsch! Ja, wir haben noch ein bisschen über Namen spekuliert. Ja, wird es Matt, Desmond oder Marcus? Wir werden gespannt sein. Sobald wir es raus haben, werden wir es natürlich hier vermelden. Wir hoffen, ja, alles Gute für die Mama natürlich, weil das ist eigentlich der wichtigste Part. Ja, nichts gegen den Effort von Napoli, aber ich glaube, der war entgegen der langen Zeit der Schwangerschaft, glaube ich, nur ein kurzer Spaß. Ja, von daher herzlichen Glückwunsch, viel Gesundheit, viel Spaß und ich zitiere einen Patienten, der O-Ton so gesagt hat, wenn das erste Kind kommt, ist dein Leben erstmal im Arsch. So, ja, also in diesem Sinne lasse ich euch damit erstmal alleine. Ich habe zwei, ich weiß, wovon ich rede, deswegen darf ich dieses Zitat, ja, wohlgemerkt auch bringen. Ja, und dementsprechend alles Gute für euch von der Falcons Community. Wir hoffen und freuen uns natürlich dann, wenn wir dich demnächst bald wiedersehen. Ja, mal gucken, wie er dann aussieht. Ja, vielleicht hat er so Augenringe oder so. Ja, mal gucken, ob wir hier einen Filter haben, den wir drüber setzen müssen. Ja, sorry. Jeder, der Kinder hat, weiß, warum ich so spreche. Es ist nicht böse gemeint. Toi, toi, toi. Ja, Dominik. So, wir begrüßen mal den Chat, damit wir hier zum Football-Thema wieder kommen. Denn ihr seid wieder zahlreich drin. Hammer. Großartig. Und ja, auch nochmal großes Dankeschön für euer Durchhalten letzte Woche. Wie es scheint, ist bis jetzt alles in Ordnung. Ja, wir drücken die Daumen. Ich war tatsächlich in Ratingen, ja, war da Vorsprechen bei Vodafone, habe das also quasi von Auge zu Auge geklärt. Ja, die Leitung steht jetzt. Von daher wird da jetzt hoffentlich nichts mehr passieren. Und deswegen begrüßen wir den Chat. Ja, Horst Resch. Ich will immer Resch bei ihm sagen. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum das so verortet ist. Horst Resch ist drin. Wünsche allen einen schönen Abend nach 4/4 Kopfschütteln. Ja, das kleine Schleudertrauma wahrscheinlich bei Horst. Ja, Klodowik ist drin. Rise Up aus Ulm. Das war leider gar nichts, schreibt er hier. Lukas Ritter, ja, über deinen Cousin werden wir auch heute sprechen. Hallo an alle. Ja, Stevie E, ja, jetzt habe ich es richtig drin. Ja, mit einem Moin. Alex Wurzer aus Österreich mit Rise Up. Merz ist mit drin. Mann, oh Meter. Merz sag ich schon. Merz ist mit drin. Ja, hello. Ja, das wird jetzt langsam auffällig, wie oft du hier drin bist. Ja, wir freuen uns aber trotzdem. Christian Tiede, Abend allerseits. Roland B., unser neuer Abonnent vom letzten Mal. Sehr schön. Hallo und schöne Grüße aus Österreich. Noch einer. Manometer. Ja, also Österreich sehr stark vertreten. Ja, Sankyo aus Oslo. Jetzt eine kritische Analyse, dann Mund abputzen und weitermachen. Rise Up aus Oslo. Großartig. Fabulous 1895. Hallo an alle. Henry Hoff ist mit drin. Grüße aus Manchester. Oh, ich glaube, da hat einer
den Schwung für London gleich mitgenutzt. Und Mert schreibt hier nochmal Glückwünsche an Family Napoli. Und nur das Beste, in Fantasy hat er vor ein paar Stunden noch sein Trade-Block aktualisiert. Ja, Multitasking. Ja, der Junge, der hatte wahrscheinlich eine Eingebung. Von daher, der Junge ist sehr aktiv und weiß, wie es geht. So, unsere NFL-Zeit. So, und da haben wir hier unser nächstes Malörchen, habe ich gerade gesehen. Ja. Es stottert auch bei uns. Ja, 5 Stunden, 47 Minuten und 11 Sekunden kann nicht ganz hinhauen, weil unser Spiel ist nachweislich 15.30 Uhr deutscher Zeit, also 14.30 Uhr britischer Zeit. Liebe Grüße nach Köln, bitte einmal fixen. Ja, irgendwas stimmt hier nicht. Ja, und Fatih hat mich tatsächlich auch angeschrieben und meinte so, irgendwas stimmt da mit der Zeitzone nicht. Ich werde dem nochmal nachgehen und Kevin aus der Badewanne kriegt da nochmal ein extra Memo. Ja, also da ist auf jeden Fall etwas stotterig die ganze Geschichte, aber das fixen wir. Wir sind in der London-Woche und deswegen kurzer Hinweis für alle, die es vielleicht noch nicht gesehen haben. Wir haben es auf Twix, heißt es ja, auf Twix gepostet, ein Thread, und auf Instagram eine Story. Es ist auf dem Discord auf jeden Fall schon klar gewesen. Ah, jetzt fällt mir ein, ich muss es auf jeden Fall noch bei Facebook machen, damit da jeder es auch nochmal mitkriegt. Wir zeigen es euch nochmal jetzt kurz, das Programm, denn die Falcons haben mich tatsächlich kontaktiert und mir das Programm, das hochoffizielle Programm jetzt gegeben, so wie ich es letzte Mal auch gesagt hatte, dass wir da nochmal dann stichhaltige News kriegen. Gehen wir mal ganz kurz hier rein, damit ihr es seht. Und zwar geht es im Endeffekt darum, dass wir am Samstag, und ich weiß nicht warum, und ich kann es leider nicht mehr ändern, warum ich die Zeit dazu nicht geschrieben habe. Völlig verdattelt hier. Samstag, 30. September im Admiralty, Trafalgar Square, da wo wir vor 2 Jahren quasi schon waren, da wird der offizielle, das offizielle Pub der Falcons sein. Ja, und ab 18.30 Uhr, aber das werden wir nochmal 18 Uhr, oder? Oder 18.30 Uhr? 18 Uhr. 18 Uhr, Entschuldigung. Boah, jetzt sage ich ja noch Mist. Ab 18 Uhr offizielles Programm. Ja, steht hier drunter. Ja. Hier habe ich auch noch ein Typo drin, Manometer. Freddy Falcon kommt. Der sollte eigentlich schon in Frankfurt sein, oder? Sollte nicht eigentlich Freddy auch schon in Frankfurt sein? War, glaube ich, klar, dass der nicht da ist, weil wir da Heimteam waren. Also gibt ja nur einen Freddy Falcon deswegen. Und der war ja in Atlanta. Bist du sicher, dass es nur einen gibt? Es gibt nur einen, der die guten Stunts macht, sagen wir so. Oh, stimmt. Aber wir hätten ja vielleicht so ein Double haben können. Ja. So Not hätte ich das Ding auch angezogen. Ja, ich wäre da voll gerne mit rumgerannt. Ey. Bei der Wärme. Du? Aua, stimmt. Oh, ja. Stimmt, du hast recht. Hätten wir Napoli reinstecken können. Stimmt. Der bläht ja keinen Schweißtropfen bei der Hitze. Der passt hier gar nichts. Die Föhnfrisur steht bei Napoli, geil, den kann nichts umhauen. Ja, also Freddy wird kommen, die Chileer werden da sein und Brian Finneran wird kommen. Ja, Wide Receiver, Legende. Ja, er war zumindest sehr, sehr lange bei den Falcons, ich glaube 10 oder 11 Jahre. Und hat da über 3000 Yards auch gemacht. Also die ganze Zeit mit kurz nach dem Super Bowl. Ja, da war er noch bei Philly, ja, da ist er gedraftet worden in, ich glaube, 98, 99, war er bei Seahawks gedraftet, kurz bei Philly, und dann ist er aber bei uns gelandet und auch geblieben, ja, hat also quasi eine Vogelkarriere hingelegt, und 19, 20 Touchdowns, also Finneran ist bekannt, ja, zumindest für die Zeit, Anfang der 2000er, ja, wer sie mitverfolgen konnte, ja, er hat Michael Vick, Matt Ryan hat da alles mitbekommen, der wird auf jeden Fall da sein, ja, freue ich mich auf jeden Fall auch zu sehen. Tatsächlich bin ich ein bisschen irritiert, weil es hieß, Jamal Anderson wird kommen, ja, und jetzt bin ich so ein bisschen, was ist hier los? Und ich muss jetzt tatsächlich mal gucken, was ich mache, denn ich habe nämlich fleißig versucht irgendwie noch an ein Jersey zu kommen, weil mein altes Jersey ist nämlich komplett, hat sich komplett aufgeraucht. Ja, und jetzt so kleiner Fun Fact. Ja, ich habe Anfang September im NFL Shop Europe, so heißt der, oder? Ja, habe ich personalized, wie es so schön heißt, ein Throwback bestellt und warte. Und check dann irgendwann mein PayPal-Konto und sehe so, wurde 10 Sekunden oder weiß nicht, eine Minute später storniert. Und ich so, hä? Was ist denn hier los? So, ja. So, habe ich nochmal bestellt, gleich wieder storniert. Ich so, nee, oder? So, da habe ich es bei Fanatics bestellt. Ja, da ging es dann. Ich hoffe. Da habe ich zur Sicherheit noch eins bestellt. Weil ich dachte so, ey, keine Ahnung, hoffentlich geht es vielleicht schneller. Habe mir bei Etsy eins
gebraucht bestellt. Das muss jetzt auch noch kommen, hoffentlich bis übermorgen. Und die vierte Option will ich gar nicht nennen, ja, weil ein ganz lieber Kontakt in Atlanta mir noch eins bedrucken lassen möchte. Also ich sitze wahrscheinlich mit vier Trikots am Samstag da und kein Jamal Anderson. Okay. Ja, okay. Zumindest kriege ich den nicht Dirty Bird, sondern zumindest Crazy Bird Award. Jamal Anderson Trikots kann man machen. Ja, von daher nicht weiter schlimm. Gut, genau. Nur mal so am Rande. Hier noch weiter runter, was dann am 1. Oktober passiert. Also wir sind ab 18 Uhr im Admiralty und am Sonntag ab 9.30 Uhr im The Green Man Pub and Hotel Wembley. Und ich bin gespannt, was das für ein Laden ist, weil auf Google sieht das Ding ein bisschen verlassen aus. Also ich hab auch nachgeguckt, so, das kann eigentlich nicht schön sein. Hätte ich im Backend auch gefragt, ob das wirklich das ist, was so nah am Stadion ist, aber ist so. Also, ja. Wir hoffen mal, wir kriegen das auch raus am Samstag. Ja, zur Not streuen wir das über die Kanäle und sagen dann nochmal Bescheid. Aber es sieht tatsächlich ein bisschen verlassen aus. Also, sagen wir mal so, die Internetpräsenz ist ausbaufähig. Ja, vom The Green Man Pub. 9.30 Uhr geht's los, bis ungefähr 12 Uhr. Dann machen wir den Fan-March mit Mitgliedern des Dirty Birds Nest. Ja, also quasi der Fan-Community, die ja einen eigenen Blog im Stadion haben. Und zwar ist das Endzone quasi so Eckfahne, wenn man so möchte. Ja, also an der großen Scheibe, Panoramascheibe auf der einen Seite, die wir haben. Und da sitzen die. Ja, immer. Machen auch immer, die treffen sich auch immer teilweise extra und machen so Choreografien und so weiter, üben das so ein. Ja, also das ist eine riesen Geschichte, die da mal auffahren. Und da werden einige von Dirty Birds Nest werden da sein, unter anderem die Lisa, ja, die für uns für Blogging Dirty da schon zweimal Artikel geschrieben hat. Und mit Sicherheit einige andere mehr. Ja, so, und dann geht der Feiernmarsch los und dann, denke ich mal, werden wir relativ schnell im Stadion sein. Denn, und das können wir hier auch schon verraten, ja, als ich telefoniert hatte mit den Falcons, wir wurden tatsächlich gefragt, oder ich wurde gefragt, in welchem Block wir denn sitzen. Ja, und der 119er Block ist auf jeden Fall auf den Zetteln der Falcons. Und ich hoffe, ja, dass wir uns so bemerkbar auch machen können, dass die Falcons dann auch sehen, dass sie uns dann auch mitkriegen. Also das wird auf jeden Fall fallen. Also selbst wenn ihr keine Karten im 119er Block bekommen habt, solltet, schwingt euch auf. Pre-Game, ja, versucht da mit reinzukommen. Es müsste eigentlich gehen. Ja, ich habe letztens auch eine Frage gekriegt, ob die da kontrollieren. Wisst ihr das vielleicht noch? Letzte Mal Wembley? Letztes Mal wurde nichts kontrolliert. Wir sind das war Tottenham. Das war Tottenham. Ich weiß aber nicht, wie die es in Wembley gemacht haben. Ich war das letzte Mal 19 da, deswegen kann ich es, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Naja. Ja, das wird auf jeden Fall schön. Sehr, sehr schön. Also, so viel dazu. Ihr wisst ungefähr das Programm. Ja, wir sehen uns dann, ich denke mal, allerspätestens Samstag Trafalgar Square. Ja. Kommt zahlreich dahin. Ja, ich freue mich riesig, ja, euch alle dann da zu sehen, sowieso euch, aber auch alle die hier im Chat sind und die man so quasi vom Discord, von Facebook und wie auch immer kennt. Ja, das wird mit Sicherheit eine riesengroße Party. Und als kleine Überraschung heute, ja, und wir nehmen es mal schon mal vorweg, weil normalerweise machen wir das immer am Ende unserer Show, aber wir haben eine kleine Preview-Einschätzung. Ja, und die will ich euch jetzt nicht vorenthalten. Sie passt gerade so schon rein. Deswegen jetzt kurz die Preview. Ja, dann können wir uns darüber nochmal ganz kurz unterhalten und dann schauen wir uns das Game an. Weil da gibt es tatsächlich einiges zu besprechen. Kurz zurücklehnen, kurz mitlauschen. Ja, wir haben einen ganz, ganz lieben Hörer nicht, zumindest Gastbeitrag jetzt reingekriegt. Wir hören uns gleich. Bis gleich. Moin Atlanta Falcons Germany Community, hier ist Kutsche, London is calling. Am kommenden Sonntag empfangen die Jacksonville Jaguars im altehrwürdigen Wembley Stadium die Atlanta Falcons. Ich kann leider nicht vor Ort sein, ich muss mittlerweile aber auch sagen, zum Glück, weil die Ernüchterung bei mir ist doch relativ groß. Der Hype vor der Saison war dementsprechend auch riesig. Aber nach zuletzt zwei Heimpleiten in Folge und am vergangenen Sonntag der ja, fast schon peinlichen Pleite gegen die Houston Texans, bin ich als Jaguars-Fan mal wieder auf dem Boden der Tatsachen. Jetzt steigt das Heimspiel in Anführungszeichen gegen die Falcons. Mir gefallen die Falcons Stand jetzt besser.
Meine Erwartungen an dieses Spiel sind nicht ganz so hoch. Die Jaguars sahen in London nie gut aus. Ich erinnere mich an letztes Jahr, als es ein Krampfspiel gegen die Denver Broncos mit Russell Wilson gab. Egal, ich wünsche euch allen, die vor Ort sind, ein hammergeiles Spiel. Und ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Deswegen in diesem Sinne, Duval. Danke, Kutsche. Jeder weiß, wir haben eine ganz besondere Beziehung zu Kutsche. Und das Cover, was ihr da gesehen habt, war tatsächlich so dieser Beginn über die Footballerei damals, ja, Faszination Atlanta Falcons, ja, über Kutsche, mit Kutsche, und mittlerweile sind wir ja auch Teil der Footballerei, also der Kreis hat sich da geschlossen für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, ja, und ich denke, Kutsche kennt mittlerweile auch jeder. Kutsche, wie sagt man, bekannter Jaguars-Fan, er ist etwas zurückhaltend, ohne jetzt zu sehr in das Spieldetail reinzugehen, aber sind wir nicht auch etwas zurückhaltend für das Game jetzt in London? Ja, was sagt ihr? Also wie gesagt, ich bin ja in London mit meinem Kumpel, der Jaguars-Fan ist, und der hat ungefähr die Stimmung wie Kutsche, also sehr bedröppelt, betrübt, weiß gar nicht, wohin mit sich. Ich habe trotzdem gesagt, ich tippe erstmal auf die Jaguars, weil das, was wir jetzt gegen Lions gesehen haben, war so ernüchternd. Und die Jaguars haben, also gerade auf Papier, finde ich zumindest noch das bessere Team und vor allem eben den besseren Quarterback. Von daher, mal gucken. Also ich bin erstmal sehr, sehr zurückhaltend, was das London-Game angeht. Und ja, würde aber erstmal so sagen, dass wir nicht Favorit sind, sondern die Jaguars. Da. Steht uns ja irgendwie auch besser die Rolle. Ja, eben. Ich will das auch gar nicht. Ich will das nicht annehmen. So, sollen die das machen? Ich kann nur enttäuschen. Eben. Wie siehst du es, Gucci Dave? Also zum Thema, was Kutsche gesagt hat, mit auf dem Boden der Tatsachen angekommen, sage ich nur, Kutsche, wir legen uns dazu, machen wir Picknick zusammen. Wir sind auch am Wochenende auf dem Boden der Tatsachen geholt worden. Ganz genau. Also ich sehe uns auch definitiv nicht in der Favoritenrolle. Dafür ist die Jaguars Offense im Vergleich zu unserer viel zu gut gebalanced. Die haben ein gutes Passspiel oder sollten es auf jeden Fall auf Papier haben und sah ja auch nicht verkehrt aus letzte Season und so. Die Season habe ich leider noch nur Highlights gesehen von denen. Aber das Laufspiel von denen mit Travis Etienne und so weiter, das ist halt auch kein ungefährliches. Also ich bin echt gespannt, wie es wird. Ich freue mich sehr drauf, aber ich hoffe nicht, dass es meine erste Stadion-Niederlage wird. Aktuell bin ich noch 2-0. Ja, Mert Pisack natürlich hier gleich. Ja, Kutsche ist für die Jacks das, was Santo für uns ist. Ja, Stadionverbot, ich weiß gar nicht, wie seine Quote ist. Er war, glaube ich, schon einige Male da. Jaguars sind ja eigentlich, wenn man so möchte, Heimteam in London, ja, und die Gerüchte, dass sie tatsächlich wechseln irgendwann mal von Jacksonville rüber, ja, die reißen ja auch nicht ab, also kriegt man immer wieder mit. Von daher weiß ich gar nicht, wie sein Standing da ist, aber ja, so wirklich erfolgreich waren die, glaube ich, jetzt nicht immer, oder? In London, also tatsächlich, wie er gesagt hat, das war ja. Ich glaube, relativ durchmischt, wenn ich es richtig weiß. Relativ durchmischt, ja. Ja, wir kommen ja so gleich in die Betrachtungsweise des Spiels und warum wir im Endeffekt so auch ja, etwas betröppelt sind, kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Das hat uns ja einiges aufgezeigt, das Spiel. Aber tatsächlich kann man wahrscheinlich schon mal so einleitend festhalten, haben wir mit auch den stärksten Gegner wahrscheinlich gesehen, den wir in unserem Schedule haben. Ja, und ich meine, die Lions, ohne es jetzt irgendwie zu hoch oder zu niedrig zu reden, aber die Lions haben ersten Spieltag auch die Chiefs weggehauen. Ja, klar, ist irgendwie erstes Spiel, kommt es nicht so richtig rein. Oder? Das ist, ja, also wahrscheinlich vom Papier her so unser stärkster Gegner. So. Und dementsprechend, ohne jetzt die Niederlage schön zu reden, kann man auch da quasi mit einer Niederlage gerechnet haben. Dass wir übereuphorisch ganz anders reingegangen sind, müssen wir nicht reden. Ja, Fanbrille aufgesetzt, so, ja, wir rennen alles runter. Nein, definitiv nicht. Aber gut, ganz kurz in die Falcons-News und dann können wir da schon einsteigen. Ja. Ikwe Buike, ja, der schwierige Name, ist tatsächlich jetzt endgültig Geschichte bei uns. Ja, die Steelers haben ihn gesigned. Ja, der gute Trainingscamp-Running-Back ist somit wahrscheinlich dann komplett raus, ja, wenn er nicht dann irgendwie wieder gewaved wird. Ja, aber von daher, das Thema ist erstmal durch. Da müssen wir uns die Zunge nicht mehr brechen. Ja, Washington, ein Defensive End, ist ins Practice Squad gesigned worden. Und Milo Eifler,
Linebacker. Ja. Und warum Linebacker? Kevin, vielleicht möchtest du es vielleicht sagen? Unser guter Troy Anderson hat wahrscheinlich eine Season-Ending-Injury. Mhm. Wenn ich das richtig gelesen habe, auch was am Brustmuskel? Ja. Brustmuskel oder Schulter war das, ne? Schultermuskel. Didn't look good. Schulter. Ja, wurde da gesagt, und zwar direkt von Arthur Smith. Ja. Ja, Schulter heißt es natürlich erstmal, aber der Pectoralis, also der Brustmuskel, ja, der setzt natürlich direkt über die Schulter mit an. Er rotiert die Schulter nach innen. Ja, er macht ja auch diese Push-Bewegung, wenn du halt Kniebeugen hätte ich jetzt gesagt, wenn du jetzt Liegestütze machst. Ja, von daher gehört das im Grunde genommen zur Schulter mit dazu, wenn der in irgendeiner Form abgerissen ist. Und Season Ending scheint auf jeden Fall ein bisschen doller zu sein. Ich meine, wie hieß unser Cornerback? Der hat das nämlich auch erlitten gehabt. Howard? Casey Hayward, genau. Hayward. Ja, der hat es ja auch gehabt und der kam ja auch dann erstmal nicht mehr wieder. Und das wäre echt schade, ja, und ohne das vorwegzugreifen, aber wenn wir uns die Defense mal so angucken, für mich das beste Spiel, was Troy und Alice zusammen quasi auf dem Platz irgendwie gezeigt haben. Von daher sehr, sehr schade, dass das jetzt genau wahrscheinlich wieder aufgebrochen wird und dass wir da keine Chance haben. Ja. Muss Nate Landman einspringen und das Ganze dann klären und dafür dann eben, wie hieß er? Eifler? Never heard. Ty Davis wahrscheinlich wird dann irgendwie dritter Linebacker sein. Ja. Das war ja auch schon so, aber. Oder man guckt halt erstmal, ob man sich irgendwie noch was ranziehen kann. Und ich meine, im Falle der Fälle, die Trade Deadline ist ja auch noch da. Wir haben noch knapp 10 Millionen auf dem Konto. Kann vielleicht auch noch was passieren. Aber ich bin mal sehr zuversichtlich, was Ned Landman angeht. Der hat ja das eine Spiel, wo er Fingern vorgespielt hat, sah echt gut aus. Ja, und auch letztes Spiel, wo die letzten 6-7 Minuten, wo die Verletzung war, für ihn reingekommen ist. Man hat ist kein schlechter. Ja, ist kein schlechter. Etatmäßig hätte ich lieber Troy Anderson gehabt, ganz klar. Ohne jetzt Nate Landman. Ist zu nah zu Landmann. Treten. Für dich Landmann. Der Landmann. Ja, aber tatsächlich, wir werden es sehen. Ja, und das kann ja immer passieren. Ja. Next Man Up, so ist es leider in der Liga. Und du brauchst die Death, ja, um kontinuierlich am Ball zu bleiben. Ja, und dementsprechend müssen wir das jetzt kompensieren. Konnte man mitrechnen. Ja, definitiv. So, hier schreibt nämlich auch Fabulous. Nee, wer hat es gesagt? Stevie schreibt es ja auch. Stevie, ja, hab's geahnt, fand Anderson echt stark diese Saison. Ja, ja. Also, das war ein gutes Programm bis dahin. Na gut. Also, okay. Ich hoffe, wir dürfen den Namen, Dominik hat den Namen geschrieben auf Discord. Ich hatte gerade kurz nachgeguckt. Okay. Dürfen wir bestimmt. AJ. Bestimmt sagen. Alessandros Junior. Ah, AJ, okay, alles klar. Ah. okay. Wo hört es zuerst? Hier. Ja, also ich habe die Info nicht. Ich habe hier nichts gesehen. Okay. Wenn, dann musst du es sagen. Ja, warte, Trommelwirbel. Raphael. Oh. Napoli Raphael. Schön. Raphael. Schöner, starker Name. Toll. Ja, Raphael. Ich hoffe, wir durften das jetzt sagen. Also, ja, wir haben es jetzt gesagt. Wir nehmen uns alle. Ja. Ja. Ja, wir haben es jetzt gesagt. Aber guck mal, so. Also Raphael du hast Heimann. Raphael Heimann, das klingt doch irgendwie nach so einem Left Tackle vom Namen her. Left Tackle? Ja, auf jeden Fall in der O, also so richtiges Kraftpaket, oder? Ja. Okay, dann müssen wir das Ernährungsprogramm gleich dementsprechend genau. Steuern. Ab Lebensjahr 1 Right Tackle, wir brauchen einen wirklich. Viel Pizza mit Ananas, ja. Boah, jetzt gleich wieder. Aua, der Arme, wenn er das anhört, ne? Ja, wenn er das jetzt hören muss. Wenn er irgendwann mal in 20 Jahren ins Archiv auf Spotify oder sonst wo geht und dann das hört, wird er sagen, wer ist der Typ da ja, mit dem roten Cappy? Der da. Gut, Raphael, sehr schön. Willkommen in der Atlanta Falcons Community mit der Mitgliedsnummer 100 Millionen. Wer weiß. Nein, nicht ganz. Na gut, schön, sehr, sehr schön. Raphael, welcome hier bei uns. Gehen wir ins Spiel. Und seht uns nach, wir fassen das so ein bisschen zusammen. Wir haben insgesamt 24 Drives gesehen. Wir gehen jetzt nicht einzeln Drive durch, wir haben ein bisschen zusammengepackt. Muss auch nicht. Er muss auch nicht, ja, tatsächlich. Aber das war bei einem anderen Spiel etwas überschaubarer. Und ich, als ich das irgendwie zusammengefasst habe, dachte ich so, also, wie viel
wie viele Drives sind das eigentlich? Da habe ich geguckt, ich so, boah, viel zu viele. Ja, also, es ging tatsächlich immer hin und her. Und die ersten beiden Drives waren auch 3 and out. Das war überhaupt nichts, nichts Schönes. Ja, und dann ging es dann schon los mit dem ersten Pass, der komplett overthrown war auf Pitts. Ja. Dafür gab es aber einen schönen Catch dann von London an der Sideline zum First Down. Das war alles ganz gut. Aber dann, ja, dann ging es nämlich schon los mit der Sack-Parade. Ja, back-to-back. Ja, einmal über Dolman im Endeffekt, der hat irgendwie gepennt. Ja, und dann ging es über McGarry. Ja, Jono hatte irgendwie schön angepuncht. Ja, McGarry konnte nicht übernehmen. Ja, und Barnes mit einem 12-Yard-Sack. Boom. Ja. Habt ihr im Kopf, wie viel Sacks die Lions gemacht haben? 7, oder? 7. Wie viel Sacks? Oh, ich glaube 65 Yards. 62 Yards. 62, okay. 62 Yards. Wie viel haben die Falcons gemacht? Zero. Dazu muss man aber auch sagen, wir haben genauso viele Pressures, und das aber können wir nach dem Spiel drüber reden. Ja, genau. Ja, wir haben letztlich, ich glaube sogar mehr Hits gemacht, ja, als oder Pressures dann, je nachdem, als die Lions, aber tatsächlich nicht finalisiert, wie es so schon heißt. Und da kann man aber, wir können gleich in die Diskussion gehen, weil es gibt auch zwei Hour-Fragen dazu. Ja, Green Bay und Lions mit Second String O-Line hätten unsere Defense gegen unser Practice Squad Sacks. Also ist die Frage, also wahrscheinlich ein bisschen ironisch, also, ja, und noch nie eine O-Line mit 5 von 5 Startern so schlecht blocken gesehen. Ja. Jetzt muss man sagen, das Pass-Blocking war tatsächlich nicht existent, oder? Ja. Also, ja. Was mir immer wieder leid tut, das zieht sich jetzt ja schon das dritte Spiel mittlerweile durch, sobald wir, selbst bei Play-Action, wo du dir Zeit erkaufst eigentlich durch den Rollout, hatte Ridder 2-3 Mal so Druck im Gesicht, ja, dass er sagt, er kann nichts machen. Das ist nicht möglich. Ja. Einmal war Alan McNeil da, Hutchinson hält er eben her. Ich bin übrigens am meisten schockiert, dass Lindstrom so einen Schritt nach hinten gemacht hat. Der wird auch sehr, sehr übermannt. Der sich auf seinen Vertrag ausruht, weiß ich nicht. Aber generell das ganze Passblocking gefällt mir einfach nicht. Letztes Jahr war das deutlich angenehmer noch. Da kommen wahrscheinlich viele Sachen zusammen. Mal jetzt so vielleicht ein bisschen tiefer reinzugehen. Natürlich können wir über das Playcalling sprechen. Natürlich können wir über Schemed Arthur Smith seine Receiver richtig frei, ja, reden. Aber wir müssen tatsächlich auch generell über das Passblocking reden. Und wenn wir uns mal die Grades angucken, ja, hier schön groß auf unserer Leinwand, naja, nicht ganz so groß. Aber tatsächlich, die Jungs, ja, man kann es ganz schnell eigentlich erkennen, obwohl sie hier jetzt nicht richtig sortiert sind. Sie sind nach Grades für die Passblocking jetzt sortiert. Kann man sehen? Kann man meinen Cursor hier sehen? Nee, hier sieht man jetzt meinen Cursor, oder? Ja. Jetzt sieht man meinen Cursor, ja, genau. Ja, ja. So, das ist tatsächlich, beste Grade ist oben, ja, Keith Smith. Okay, 79, aber hier an den Zahlen der Snaps, ja, 49 Snaps, das sind die Jungs, die ganze Zeit drauf waren, das sind meistens die O-Liner, ja, und dementsprechend Matthews noch der Bessere, und Matthews ist ja tatsächlich, seine Kompetenz, seine Kernkompetenz ist ja mehr im Passblocking, ja, das kann er richtig gut, ja, so, müssen wir mal ganz kurz gucken, ob ein Sack kam auch über seinen Hintern, 2 Hurries kamen über seinen Hintern, Pressure kam auch über seinen Hintern, also ja, ganz nett, die 77, aber zu viel. Ja, so. Guckt euch das hier an. Von Lindstrom der Sack, das war ja gerade der allererste Sack, da hat er mit Dorman die Abgabe nicht richtig gemacht. Dadurch kam dann der Pressure, das ist Lindstrom Sack. Ja, also hier ein Sack über Lindstrom, 2 Harrys, 3 Pressure. Ja. McGarry hat einen. Ja, das war der zweite dann Back-to-Back. Ja, mit einem Pressure. Dann ging es eigentlich, ja. Bergeron. Viel zu tun gehabt. Ja. Und Dolman ganz unter Ferner liefen, ja. 6 Pressures, also. Das ist halt zu viel. Also wenn du 18 Pressures und 11 Hits zuletzt, das geht nicht. Also es ist egal, quasi welchen Quarterback du da hinstellst. Dann müsste Smith, das besprechen wir auch bestimmt noch gleich, aber dann müsste er andere Routen konzipieren, andere Spielzüge machen, weil das geht nicht. Und es funktioniert so einfach nicht mehr. Ja, wir hatten 64 Plays, 65 Plays in der Offense, ja, und 18, 20 davon, also Drittel ungefähr. Zu viele. Ja, hast du immer Druck. Schwierig, ja. Schwierig, ja, und dann nimmst du da noch die Runs irgendwie weg. Ja,
schwierige Geschichte. Und ich meine, was auch noch dazu dann kommt, ist, denke ich mal, auch so ein bisschen Decision-Making von Ridder. Ja, so. Und auch das müssen wir natürlich besprechen, beziehungsweise ist es das, was natürlich den Leuten da draußen aufstößt. Ja, und natürlich gibt es die Diskussion dann so, ist Ridder der Richtige und so weiter und so weiter. Ja, klar. Ja, werden wir aber drüber sprechen. Ja, werden wir aber drüber sprechen. Gehen wir mal weiter. Ja, erzähl. Sorry. Ich wollte sagen, vor allem, ich meine, von den Sacks waren auch ein oder zwei Grad übers Play-Action, wo der Rollout von Ridder kam und die halt dann direkt da waren, weil einer das Container eben so gut gehalten hat. Aber ich meine, klar, wenn du kein Run-Game hast, dann ist Play-Action auch sehr, sehr schwer zu spielen. Und dann hast du halt, wenn du so falsch screamst, hast du immer einen freien Mann direkt vom Quarterback. Und wenn du da halt nicht schneller bist oder halt, ja, da ist halt so ein athletischer Typ wie eben Gary, dann hast du verloren. Also es war auffällig, ja, beziehungsweise was man sehr schnell gesehen haben, dass die Lions super viel Druck gemacht haben. Ja, die standen mit den DBs teilweise so extrem und es war dann auch gleich ziemlich am Anfang deutlich zu sehen, dass sie die Box im Endeffekt voll hatten, beziehungsweise die DBs, sobald irgendwie Bijan den Ball bekommen hat oder irgendeinen kleinen Swing Pass, Screen Pass, was auch immer, ja, sofort da waren. Aber sofort, ja. Und dementsprechend hat man auch gesehen, dass Arthur so ein bisschen umgebaut hat, so, ja. Gerade im zweiten Quarter nachher, als dieses aggressive ja, Defense-Play der Lions kam und auch Tackle for Loss gegen Bijan und so weiter, ja, dann Arthur erstmal mit einer Goal-Line aufgelaufen, ja, und richtig, richtig Masse reingebracht. Ja, und dann ging auch über die Mitte was auf Jonnu Smith und es war auch schön und Jonnu Smith auch in der ersten Halbzeit 3 von 3. Ja, der war so ein bisschen der Fels in der Brandung. Ja, und in dem Drive haben wir dann auch zum 3-3 aufgeschlossen. Ja, das war richtig schön, aber insgesamt, ja, war ziemlich auffällig, dass Arthur versucht hat, mehr übers Passspiel zu kommen und genau diesen Gameplan der Lions, ja, eigentlich ja komplett bedient hat. Ja, also wir hatten quasi doppelt so viele Passversuche als Runs. Mhm. Wir. Mhm. Also, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen, so, ja. Also, wir reden hier nicht von Mahomes, ja, oder keine Ahnung was, Herbert, ja, der die Bälle wirklich zaubern kann, sondern Atlanta Falcons, ja. Eigentlich aufgestellt und bekannt dafür zu sagen, wir rennen euch physisch, ja, in Grund und Boden. Und das hat ja gar nicht funktioniert. 0,0. Ich würde nicht mal unbedingt sagen, dass es gar nicht funktioniert hat. Es hat nicht gut funktioniert, keine Frage. Aber wir sind in der ersten Halbzeit ganze 8-mal den Ball gelaufen. 8-mal. Davon waren 2 Scrambles von Ridder, 5 von Bijan und einer von Algier. Wir haben das von Anfang an nicht mal wirklich reingebracht. Wir haben von Anfang an zu sehr aufs Passen fokussiert. Vor allem gerade die ersten 7-8 Pässe gingen alle 10, 15 Yards plus aufwärts. Da wollten wir gleich ein bisschen Medium und Tief angreifen. Und wir haben uns das selber weggenommen. Und irgendwann hast du dann auch, bist du gut weit hinten, dann kannst du auch eh so oder so nicht mehr laufen. Dann haben sie es noch richtig gut gemacht mit der Defense, haben immer schon die Box vollgestellt. Die DBs waren wirklich sehr, sehr oft auf Press Coverage, dass wenn der Lauf kommt, dass sie durchblitzen können und alles. Und ich finde, das Run-Game haben wir uns selber weggenommen. Ich zeige mal was ich super spannend fand, was auch aufgefallen ist, wenn man gesehen hat, wo die Läufe lang gingen. Ja, ich meine, in der meisten Zeit statt Hutchinson auf der rechten Seite, gesehen jetzt von der Offense. Ja, er wechselte dann auch ab und zu und hat dann auch zum Schluss den letzten Forced Fumble auch von der anderen Seite gemacht und so weiter. Also da haben sie natürlich auch rotiert. Aber wenn du dir das mal anguckst, ja, von den Rushing Directions bei Team Total, ja, also jetzt zusammen Algier, Desmond Ridder und Bijan, ja, über den Left End, ja, also über den Tight End hinweg, ja, 5 Läufe, Off-Tackle quasi, ja, einer, ja, mäßig erfolgreich, ja, die meisten waren dann quasi über den Tight End mehr oder weniger hinten raus am besten, ja, über den Right Tackle, einer, ja, über den Right Guard hier zwischen, 2, nichts gebracht, ja, so, also, die haben komplett diese rechte Seite, ja, neglected, ja, und ausgelassen. Ja, weil sie eben so einen Respekt hatten. Und das ist die Frage, ob du, glaubst du nicht? Die Statistik zeigt es. Ja, wir sind mehr über links gelaufen. Wir sind deutlich mehr über links gelaufen. Das auf jeden Fall. Also ich meine sogar nur einen einzigen wirklich über hinter Strinson gesehen zu haben. Stand's ja auch dran, ja, right tackle einer. Ja. Aber ich glaube nicht, dass dann Hutchinson unbedingt lag. Weil gegen die Panthers war Burns auch meistens auf der rechten Seite gegenüber von McGarry. Und da sind wir verdammt viel über rechts gelaufen. Aber In meinen Augen ist Burns der Bessere als Hutchinson. Findest du?
Ja. Also Hutch ist schon Stand jetzt, eine Maschine. Er ist ein Biest, ja. Keine Frage, aber Stand jetzt finde ich, würde ich Burns definitiv über Hutchinson nehmen. However, wenn wir Money Yards machen wollten, zumindest in den ersten beiden Games, sind wir immer über die rechte Seite gekommen. Ja. Ja. Und das ist tatsächlich sehr auffällig gewesen. Ich kann ja mal gucken, wie es aussah Woche 2. Ja, guckt euch das mal Woche 2 an, gegen die Packers. Anderes Spiel, viel mehr Läufe gemacht, ganz klar. Ja, aber guck mal hier, über den Right End, also über den Tight End rechts, 5 Läufe, könnt ihr sehen? Kann man sehen, ist leider ein bisschen klein. Man sieht super. Sorry. Ja, ich will die Grafik hier oben sehen für die Leute, die die Gaps nicht so ganz quasi intus haben, ja, damit ihr das dann nochmal vielleicht vergleichen könnt. Ja, der Right End, also hier quasi über den Tight End raus, ja, Right Tackle, 7 Läufe. Ja, über den Right Guard quasi, ja, die Insides mehr oder weniger, 6 Läufe. Jetzt guckst du auf die andere Seite, Left Tackle nur 2, ja, okay, 5 über den Tight End, ja, aber insgesamt ist schon Balance mehr oder weniger, aber deutlich mehr über rechts, ja, und vor allem die größeren Yard-Vorsprünge, hier 40 und so weiter, alles über die rechte Seite. Also, ich, ja, weiß nicht, also, ich glaube schon, dass du das so ein bisschen respektiert hast, so, ja, deswegen denke ich mal, wenn die auch da durchrotiert haben. Mhm. Ja, das auf jeden Fall respektiert bestimmt, da wird das sicher ein Faktor gewesen sein. Und man hat ja auch gesehen, dass er dann, wie du sagst, irgendwann auf die linke Seite geswitcht hat und dann auch über McGarry seinen Sack bekommen hat, Hutchinson, ja. Aber wie gesagt, ich verstehe es halt nicht, warum du gegen Burns sagst, okay, wir greifen gerade die starke Seite an und zeigen, dass wir keine Angst vor ihm haben. Und dann zu Hutchinson, weg da. Ja, weil er ist ein Beast, keine Frage, aber... Das ist halt der Punkt. Machst du das? Ja, ich meine, jeder weiß, wie gut AJ ist. Ja, und letztes Jahr war so sein Down-Jahr, mehr oder weniger. Mhm. Und trotzdem attackieren sie ihn. Ja. Also stellenweise so. Ja, und das muss man halt trotzdem machen. Also du kannst das nicht komplett auslassen, weil dann limitierst du dich eben. Ja noch mehr. Ja. Eben. Da zeigst du ja auch ein Stück weit, ich habe keine Angst nur von eurem Starspieler. Genau. Egal wie, wir kriegen das hin. Ja. Ja. Ein Facebook-User schreibt, gut, dass du anonym bist. Und ich nicht weiß, wer das geschrieben hat oder zumindest jetzt hier nicht sehe. Ja, jetzt weiß ich, wie die Sack-Prediction von 40 von Santo gemeint war, nämlich Sacks gegen uns. Ja, habe ich doch gesagt, oder? Ja. Wir fressen auf jeden Fall 40 Sacks. Ja, ich bin raus. Also ich glaube, das kann man immer noch hinkriegen, aber wir hätten, glaube ich, heute, vorgestern mindestens so 5 machen müssen, damit es wieder in die Spur kommt. Naja, ich gebe noch nicht ganz auf. Aber tatsächlich muss man festhalten, wir sind weiter auf der Suche nach einem Edger. Ja, also das muss uns, glaube ich, klar sein. Ja, mal neben der Diskussion Quarterback, die wir auch noch führen. Aber ich glaube, wir sind weiterhin auf der Suche nach einem Edger. Ja, klar, 9 Hits, alles schön. Aber bringt das fertig? Ja, ich meine, Dupree hat ein paar Mal gut gehustelt und gehuntet. Das sah gut aus. Ja, da hat er ihn auch einmal aus dem Tritt gebracht, glaube ich. Ja, und das war schön. Aber Dupree ist nicht die Zukunft Edger, die wir uns da vorstellen. Oder? Nein, auch Calais Campbell nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, beide Richtungen Ende Karriere. Aber Campbell hat ein besseres Spiel gemacht. Oder ein gutes Spiel gemacht. Er hat ein sehr gutes Spiel gemacht, sehr gut. Am Ende in der Red Zone, diesen einen, wo er Goff containen sollte, okay, da echt, hat er sich auch sehr gut. Da reichen auch seine 3 Meter Größe nicht aus, um ihn zu erwischen, leider. Ja. Das ist so eine kleine Marke, genau. Ja, da hat er sich auch richtig nappen lassen, so. Er hat sich auch selber am meisten geärgert, ja, hat man gesehen. Ja. Ja. Aber ansonsten hat Campbell guten Druck gemacht. Ja, also nee, ich finde, in der Run-Defense war richtig gut. Also die Running Backs hat er quasi einarmig immer abgefangen, aber was mich bei ihm stört, ihm fehlt die Geschwindigkeit als Edger. Ja. Wenn ich Campbell außen sehe, ist egal, woran das jetzt liegt, wie auch immer, aber da gehört er für mich einfach nicht hin, weil ich finde, er hat viel mehr Präsenz, wenn er innen ist. Mhm. Und wenn wir jetzt halt, oder wir würden halt mit ABK mehr machen, dass du da ein Kompliment hast, weil unsere Mitte mit Onyemata und Grady machen sehr viel Druck. Jedes Mal für die beiden sind sehr, sehr gut. Aber wenn du auf Edge halt nichts hinkriegst, und da ist ja im Prinzip auch, du wirst die Lines auch, da ist ja, wenn da keine Gefahr ist, weil jedes Team weiß das ja, dann kannst du in der Mitte einen immer doublen. Und wenn dein Tackle halt immer halt einfach nur ein Solo machen muss und den Edge halt ganz locker halt wegschieben kann, dann reicht das einfach nicht. Ja. Die wurden ja zum Teil beide gedoubled. Ja, also das ist ja, und trotzdem haben die Holding-Strafen
hervorgerufen. Ja, also Sewell sah da in dem einen Drive, hat er, glaube ich, 2 Holdingstrafen gekriegt. Ja. Also das, da hat er richtig gefressen. Ja, also Onyemata, das war ein gutes Signing. Ja. Onyemata war ein super Signing. Ja. Und Grady hat auch wieder performt da drin. Also das war top. Also wir haben schon eine bessere Tiefe beziehungsweise breitere Aufstellung in der Linie. Es ist aber noch nicht das, was ich mir auch wünsche. Ja. Und deswegen sage ich ganz klar und ich lege mich fest, es muss ein Edger her. Ja. Und zwar ein richtiger. Und bitte nicht hochtraden und an TJ Watt vorbei. Ja, nur mal so, falls es jemand hört. Ja. Nee, vor allem muss ich auch sagen, gerade in der Defense, die ganzen Signings, die wir getätigt haben, ja, bis auf eine hat bis jetzt jedes Signing richtig geil gezündet, richtig gute Spiele gemacht, ist hervorgestellt, dass durch eine Aktion, sei es Onyemata, sei es Ellis mit seinem Sack oder diese Woche mit seinem Wrestling-Tackle, Jesse Bates, dritte Interception. Ja, da müssen wir nicht reden, ja. Aber Trey Flowers, der ist so verloren, ja. Halt, ja. Teilweise. Dafür spielt Trey Flowers aber auch nur im absoluten Minimum. Ne? Also das ist, er ist auch gar nicht vorgesehen dafür. Also ich würde ich jetzt noch ausklammern, die anderen haben ja richtige Verträge gekriegt. Die würde ich dann eher. Nee, wobei Bates muss man auch sagen, sein Hand to the Face, das war auch wieder so eine Integration der Enzo, wo ich dachte so, ey. Komm. Wir noch, ja. Ja, so. warte doch mal. Können wir uns noch aufregen. Und er hat sich auch sehr aufgeregt, ja. Und ich dachte zuerst so, boah, wenn Bates sich so aufregt, dann muss es falsch sein, was die Refs gemacht haben. Und dann war ich sofort ganz leise, habe mich zurückgelehnt, dachte so, okay, alles klar. Gut, also wir sind beim 3-3. Mittlerweile dritter Drive der Lions, sechster insgesamt. Goff fängt so quasi gerade an, so ein bisschen mehr die tieferen Pässe rauszuholen. Ja, der erste war noch overthrown und hätte gut, also war knapp. Ja, dann Sam Brown hat sich irgendwie freigespielt, einen First Down rausgeholt und dann plötzlich kling, kling, klingeling, ja, Touchdown bei uns in der Endzone. Laporta, völlig frei. Was war denn da los? Der hat mich so aufgeregt. Warum? Was war da passiert? Das ist ja gerade das Play, wo ich zum Beispiel mit Trey Flowers meinte, wo er 1 gegen 1 gegen ihn ist. Er macht einen Fehler. Er läuft in seinen eigenen Defender. Okay, damit war das Play eigentlich schon so gut wie gelaufen, weil wir hatten Single High Safety mit Bates. Er hat seinen anderen Mann. Es war durch. Aber nee, nicht mit Bates. Richie Grant war Single High. Ah, mit Grant war es. Und Bates, okay. Bates ist in die Flat und hat quasi den Slot gecovert von Sam Brown. Ja, und Flowers war völlig lost. Ich weiß nicht, ob er die Zone decken sollte in dem Moment oder ob er Man-to-Man gehen sollte. Ich habe keine Ahnung, was er da spielen sollte. Mhm. Man weiß es nicht. Er war halt nur 7 Yards weg. Ehrlich, weil das war ja noch mehr. Weil für mich sah das so aus wie Man-to-Man. Dann ist er, glaube ich, gegen die Airford oder sowas gelaufen. Die Airford läuft einfach weiter. Gegen Bates. Oder gegen Bates, genau. Mhm. Bates läuft direkt weiter, bleibt mit seinem Mann dran. Und er steht erstmal benommen da, realisiert nicht, was Sache ist. Sieht er, okay, seiner steht schon 7 Yards weg. Der hat das Play einfach liegen lassen. Gar nicht mal hinterher, versucht gar nichts. Und das habe ich mir angeschaut. Okay, klar, in dem Moment, wo er reinläuft, ist das Play vorbei. Das ist da schon gesetzt, aber kein Effort. Ja, also, total komisch, weil letztlich gebe ich auch Richie ein bisschen mit Schuld, in Anführungsstrichen. Weil Richie ist mir zu sehr auf die rechte Seite zu Sam Brown quasi rübergegangen. Ja, und der hatte genauso einen Abstand, 6-7 Yards. Na gut, und dann der Cut raus, beziehungsweise dann weg von Richie, von Laporta, und das war easy catch. So, ja. Aber das, so hat er irgendjemand halt die Communication oder das Assignment nicht verstanden, weil also letztendlich hat ja Grant, ist ja im Backpedal gewesen und hat dann geguckt, so nach dem Motto, okay, eigentlich übergebe ich jetzt, ne, weil der läuft ja halt nur mal seine Post, dann übergebe ich halt an den Cornerback. Ich tippe mal, dass die eine Cover 3 gespielt haben, damit er die oben die dicke Cloud spielt, aber wahrscheinlich, ja. Weiß ich nicht, wo der Korn, also Richie, ich würde ich jetzt nicht mal irgendjemandem per se eine Schuld geben. Passiert sowieso, dass du mal eine Busted Coverage hast, das war jetzt das erste Mal, wo das so ganz gravierend war. Ganz offensichtlich, ja. Ja. Wie gesagt, für mich sah das aus wie eine Mischung aus Man und Zone. Schöne Single High, Linebacker-Zone und die Flats halt und alles andere Man-to-Man, weil AJ ist mit seinem Mann komplett von der rechten Seite komplett links rübergezogen. Also deswegen sah es für mich so, also ich glaube nicht, dass AJ der Einzige ist, der dann Man-to-Man spielt. Aber gut, gibt da so eine Twitter-Formation, kannst du ja auch spielen letztlich. Musst du halt nur richtig übergeben. Ja, und Flowers ist, wie gesagt, in Bates reingerannt. Kann man ja auch so, sage ich mal, skripten von Offense-Seite, dass das eben passiert. Ja, und das willst du ja auch. Und es gab ein anderes Play auch, wo ich eigentlich zuerst gedacht habe,
dass dort eine Strafe kommt, ja, weil eben dieser illegal Block mehr oder weniger so aussah, aber die haben es zurückgenommen. Ja, und das stimmt. Vor allem, ich finde es halt interessant, wenn du eben diese Pickup-Plays machst, das sind ja meistens wirklich 1, 2, 3 Yards von der Line of Scrimmage, wo sie sich kreuzen und dann schon dieser Unfall passiert. Das war ja 10, 15 Yards tief. Wie genial muss das offensiv gescriptet sein, dass das dort passiert? Nee, das war tatsächlich auch ein bisschen näher an der Line of Scrimmage, wo sie kollidiert sind, aber ja. Blöd. Ärgerlich, aber gut. Lions gehen in Führung. 10-3. Aber zumindest so von der Empfindung her noch nichts Gravierendes. So, ja. Sagst du, okay, gut, alles klar. Hast du jetzt gefressen? Kein Problem. Ja. Antwortest du jetzt. Ja, Atlanta kommt. Ja. Three and out. Ja. Langer Passversuch auf Pitts. Incomplete. Ja, wieder runter gleich. Ja, und hier eine Auerfrage, die hier am besten reinpasst. Ja, lustloses Route Running von der Nummer 8. Pitts. Ja, in Klammern Pitts. Redaktion Pitts. als ob er von unserem Playcalling genervt ist. Ich glaube, also ich finde nicht, dass er lustlos aussah. Ich habe das Gefühl, dass irgendwas nicht richtig verheilt ist in seinem Bein. Ja, weil er in seinem Kopf. Weiß ich nicht, weil er wirkte auch, also ich habe mir das 2. Mal nochmal in der Slow-Mo angeguckt, auch auf Twitter, er ist die ersten 20 Yards, ist er gesprintet, hat Separation kreiert und dann fängt an so ein bisschen zu humpeln, also minimals. Okay. Weißt du, bei diesem Play-Action-Deep-Shot. Und man denkt so, also deswegen hat Ridder den überhaupt überworfen, das war nur ein halber Yard oder sowas. Das war nicht, du machst gerade das allererste Play. Du machst gerade den allerersten Wurf. Ja. Genau. Weil ja, ja stimmt, das war das ja ganz am Anfang, das Ding, wo ich auch dachte, so würde ich jetzt Ridder gar keinen Vorwurf machen, wenn ich sehe, dass Pitts die ersten 20 Yards loslegt, dann denkst du, dann wirfst du ihn halt tief und er hatte ja auch Separation, aber irgendwie ist er, das wirkt, als ob er da nicht richtig rund läuft. Also ich weiß nicht, was mit Pitts da los ist, ob das wirklich in seinem Meniskus irgendwas noch, also ich werde nicht müde, müde zu betonen, dass mir seine Lauftechnik überhaupt nicht gefällt. Ja, das ich werde nicht müde. Nee. Ja, und ich kann es hier gerne nochmal sagen, für diejenigen, die es nicht wissen, der Typ rennt und rollt über die Ferse ab. Und das ist absolut paradox. Ja, ich mache das hier jeden Tag mit Marathonläufern, Joggern und keine Ahnung was. Ja, und ich versuche den Händering beizubringen, lauft auf dem Mittelfuß oder auf dem Vorfuß. Ja, wer sich mal die Spikes von Leichtathleten angeguckt hat, die Nägel sind vorne. Da gibt es keine Nägel hinten. Wozu? Ja, und du rollst nur beim Gehen ab, wenn du shoppen gehst, da rollst du über die Ferse ab. Wenn du rennst, bist du auf dem Vorfuß. Guckt euch das mal an, wie Pitts läuft. Ja. Wir treffen vielleicht in London den einen oder anderen. Ja, so, ich werde mir den mal schnappen und sagen so, ey, komm mal her. Ja, wenn ihr das nicht hinkriegt, komm ich. Ja, for free. For free und nimm mir mal Pitts vor. Und frag ihn mal, was da eigentlich los ist bei ihm. Ja, ob ihm seine Eltern nichts beigebracht haben. Oder sein Trainer. Nein, alles gut. Guter Junge, aber das kannst du auf jeden Fall verbessern. Dementsprechend, ich bin, ja, vielleicht ist das Lustlose. Glaubt ihr, er ist genervt? Ich denke noch nicht, nein. Ich denke, wenn es so weitergeht mit den spielenden Targets, könnte das passieren bei ihm. Das kann ich mir gut vorstellen. Gerade weil er eben von seinem Potenzial und so weiter so hoch geredet wird, dass er auch selber das Verlangen hat, sich selber zu beweisen ein Stück weit und dadurch, wenn er nicht so in Szene gesetzt wird, wie er es gerne möchte, kann ich es mir vorstellen. Ich hoffe es nicht. Ich hoffe es auf gar keinen Fall. Aber bei ihm hatte ich auch ein Stück weit das Gefühl, gerade beim ersten Play, der ist nie komplett in den Vollsprint gegangen. In keinem einzigen Spielzug. Er hat mal ein bisschen schneller gerannt, ein bisschen schneller gesprintet, ja. Aber es wirkte für mich so, als ob er im Kopf noch immer Angst vor seiner Verletzung hat. Oder eben, wenn der Ball so hoch kommt, wirklich zu springen, weil er Angst hat, dass ihm vielleicht auch jemand nochmal so reingehen könnte. Also es wirkt so, als ob er im Kopf noch nicht ganz über die Verletzung hinaus ist. So das Gefühl Punkt, hatte muss ich man, ein bisschen. Muss man mal beobachten. Was hast du mit den Targets gerade gesagt? Ich habe das nicht ganz verstanden. Du meintest, dass er zu wenig Targets bekommt? Nee, was meintest du? Mit den Targets? Dass er unzufrieden ist über das Thema. Also, dass er halt sich selber höher sieht und denkt, er will auch mehr, weil viele ihn jetzt auch schon als Bust bezeichnen ein Stück weit. Und dass er sich selber beweisen möchte. Und einfach diesen Ehrgeiz hat, er will jetzt wirklich wieder sein Breakout, Comeback Player of the Year und so weiter und so fort haben. Und
da unzufrieden sein könnte nach einigen Spielen. Er hat es ja getwittert gehabt. Comeback Player of the Year. Gut, das kann damit definitiv zusammenhängen mit diesem Ehrgeiz. Tatsächlich gucke ich mir gerade die Targets an. Er wurde mit 9 Mal am meisten angespielt von allen. Ja. Er kriegt Targets, er kriegt sie. Er kriegt die Targets. Er hat nur 5 Mal den Ball gefangen. Catchable oder nicht catchable ist jetzt die Frage. Ja. Ja gut, Branch hat ihn auch echt gut unter Kontrolle gehabt. Der hat ein Riesenspiel gemacht. Branch war all over the place. Alter Schwede, hat der mich genervt. Ja. Boah, der hat mich ja genervt. Der war ja überall. Der war sehr gut, ja. Ja. Mit seinem Baby-Smith-Stash. Das ist richtig. Ja. Ich habe nur nicht genau verstanden, warum er dieses Mouthpiece hier oben im Kopf im Helm hatte. Das finde ich auch komisch. Hätte es eigentlich eine Strafe geben müssen, oder? Ich lege Einspruch ein. Dieses Spiel muss noch mal wiederholen. Ja, und dann so grasgrün. Was ist da los? Ja? Ja, alles gut. Ja, da hat er sehr gut gemacht. Ja. Chapeau. Mhm. So, was haben wir hier? Ah, dann kamen die Lions. Ah, dann gab es eine interessante Situation. Und da bin ich ein bisschen ausgeflippt bei Alford. Ja, beim nächsten Drive. Ja, insgesamt 13 Plays, 7 Minuten, 9 Sekunden von der Uhr genommen. Ja, das ist auch etwas, was wir so gut wie gar nicht hingekriegt haben, die Zeit zu kontrollieren, ja, und unser Spiel irgendwie aufzudrücken. Ja, das war mit das längste, glaube ich. Ja, 13 Plays, 7:09. Ja, Alice super dominant in dem Drive. Ja, das war toll. Ja, das war alles wieder schön. Ja, Dupree hatte auch diesen starken Hurry gegen Goff. Alles okay. Aber dann kommt ein Play nach links außen über Alford im Endeffekt. Ich hätte fast gedacht, das müsste eigentlich eine Offense PI sein. Ja, weil ich habe so ein bisschen Push gesehen. Ich weiß gar nicht, wer der Receiver war. Amon Ra war das, okay. Ja. Ich habe so ein bisschen Push gesehen. Ja, also fand ich schwierig, weil er hat ihn tatsächlich damit aus dem Tritt gebracht. Okay, passiert, aber was ist dann passiert? Ich meine, ihr habt das mitbekommen. Ich bin richtig ausgeflippt zu Hause. Ja, Amon Ra fällt mit dem Ball, macht den Catch und Alford springt über den Player rüber. Ja. Und Amon Ra hat sofort geschaltet, ist aufgestanden und zum Glück war Bates dahinter. Das wäre sonst ein Touchdown geworden. Ja, und ich dachte, ich springe gleich durch den Fernseher. Ja, weil, okay, OPI oder nicht, in Ordnung. Ja, aber macht das Play tot. Ja, ja. Ey, das sind so Anfängergeschichten, Entschuldigung. Ja, ja. Das funktioniert nicht, das geht nicht. Du musst das Play tot machen, spring doch nicht drüber. Ja, mach die Hand drauf. Zum Glück hat Bates da aufgepasst, weil das wären richtig unnötige 7 Punkte. Ich meine, den Drive haben wir auch zu 3 Punkten nachher gehalten. Zum Glück, ja, dass die Defense dann da war. Ja. Aber das war, das und das mit Trey Flowers war der Moment, wo ich vor dem Fernseher stand, beide raus, sofort. Ja. Und so da haben wir die B-mäßig, ja, ich meine, er hat nachher auch eine gute Aktion wieder gehabt und so weiter, aber das ist so, das darf nicht sein. Ja, das darf einfach nicht passieren. Ja. Hat wahrscheinlich kaum jemand mitgekriegt. Vielleicht Ryan Nielsen, hoffentlich. Ich hoffe nicht. Ja, aber dann kam genau dieser Punkt, ja, Bend Don't Break im Endeffekt. Super Arbeit von der Defense, obwohl, und jetzt kommt das Ding, was Kevin meinte, ja, Illegal Contact, ja, von Bates. Und warum ist es ein Illegal Contact gewesen? Wie lange darf man den Contact halten oder machen bei solchen Spielen? In den ersten 5 Yards, ne? Innerhalb der ersten 5 Yards. Ja. Und das war deutlich. Ja, da war das Play auch schon so 5 Sekunden am Laufen oder so. Ich weiß gar nicht, warum Bates überhaupt so unruhig war. Also vielleicht frustriert ein bisschen, aber hätte ich jetzt gedacht, so eigentlich Spieler so seiner Qualität, wo ich dachte, so, ja, wenn Marvin Jones da irgendwas will, dann mach einfach hier. Kann sowieso nichts machen. Was will er da machen? Eingedeckt ist er. Vor allem auf mich wirkte das ein bisschen anders, als ob er die Zone links gehabt hat und dann links aus der Corner sozusagen einen rübergezogen hat und er hatte noch einen bei sich hinten auf der rechten Seite, den er gecovert hat. Dann hat er sich so ein bisschen zwischen beiden entschieden, weil der Corner ein bisschen lang gebraucht hat. Aber das Play war eigentlich schon tot. Das war, wie ich so sagte, das war ja schon nach 5 Sekunden und so weiter. Und man hat klar gesehen, Goff schmeißt den Ball einfach nur noch weg. Ja, da das sind wir. Genau. Das siehst du in dem Moment nicht als Safety, wenn du den Rücken quasi zum Quarterback hast und versuchst dann deinen Gegenspieler zu covern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen die tricky Situation, weil das sind ja meistens genau diese Routen, die dann irgendwo sich dazwischen schleichen und dann bam, genau am Goalpost den Catch machen. Ja, und das wollte er natürlich verhindern und war ein bisschen übereifrig. Ja. Da war es halt dann eben, wo ich auch schon dachte, wo die Flagge kam, so, okay, ich bin guter Dinge, die nehmen den vielleicht zurück, weil der Ball halt uncatchable war. Aber genau, dachte ich auch zuerst so, ja, okay, gut, alles klar, sehr schön. Nee, war es nicht. Ja, erster und Goal an der 4 und,
Und dann hast du aber die Wut von Bates gesehen und dann kam Gibbs auf Tackle über rechts und er hat ihn voll weggemetert. Voll weggemetert, aber so richtig mit Krawumms. Also hast du richtig gemerkt, so, boah, Bates war richtig angefressen. Habe ich gefeiert. Auf jeden Fall. Ja, aber hat auch nichts geholfen. Gibbs ist aufgestanden und hat uns dann einige Zeit später in Grund und Boden gerannt. Ja. Aber es war gut. Und es war vor allem gut, dass die Defense gehalten hat. Also, die hat uns einige Male im Spiel gehalten. Ja, also die Defense, Hut ab. Ja, ich meine, wie viele Punkte haben sie letzte Woche gemacht gegen die Seahawks? Ja, okay, ist jetzt vielleicht auch nicht so, so vergleichbar, aber deutlich über 30. Passiert. Ja, deutlich über 30 gemacht, glaube ich. Ja, ja, stimmt. Wir sind im Schnitt bei 18 Punkten, die wir zulassen. Super, um eine Grundlage zu haben, ein Spiel zu gewinnen. Hm. Ja, 17 sagt man, 18, okay, ja. Ja, ist gut. Aber und bei Tom Brady war es im Schnitt 20. Und da sind wir drunter. Tom wer? Never heard. ja, das ist der Punkt. Also die Defense, klar, du kassierst auch und dann gibst du so ein Bustplay. In Ordnung, geschenkt. Ja, da darf man auch nicht übereifrig sein als Fan von außen. So, oh, warum hast du das? Und so. Es fallen Touchdowns, es fallen Field Goals. Du kannst keine Offense komplett halten. Ich meine, die, was war das erste Spiel der Giants? 40-0 verloren gegen? Was war das? Dallas, okay. Da kann es passieren. Ja. Vielleicht, aber ansonsten ist es recht schwer. So Shootouts sind ja nicht wirklich oft. Ich meine, auch die Cowboys haben von Cardinals kassiert, ne? Oh. Und wir müssen ja festhalten, es ist ja eigentlich gar nichts passiert. Ja, wir haben zwar verloren, aber alle anderen auch in der South. Das ist richtig. Aber das umso schöner wäre es, wenn wir jetzt gewonnen hätten. Ja, natürlich. Aber seien wir ehrlich, dieses Spiel, wie jeder, der durchgetippt hat, bei diesem Spiel, okay, Loss, kann da sein. Oder? Ja. Hab ich, sind wir ehrlich. Alles hast gut. Du sogar getippt, siehst du? Ja, also, ja, klar. Dass wir 2-1 stehen, sind wir eigentlich komplett im Soll. Ja? Also, klar kann man das jetzt alles schwarz sehen und wir haben noch einige Punkte, die wir noch schwärzer sehen können, ja, und die werden wir auch ansprechen. Aber letztlich 2-1. Wir fahren mit 2-1 nach London. Ja, und es ist nichts passiert vom Division Standing. Wir sind immer noch Tabellenführer. Hallo? Ja. Also, hätte ich eigentlich ein bisschen feiern sollen auf Social Media, aber habe irgendwie ein bisschen zu tun gehabt heute hier, lauter Krankenstände in der Praxis. Also von daher, ja, beim nächsten Mal vielleicht. Gut, Halbzeit. Halbzeit, was haben wir? In der Halbzeit 10 von 16 für 97 Yards für unseren Quarterback. Bijan Robinson, 5 Läufe mit 16 Yards, 3,2 im Schnitt. Er schafft das Doppelte in den ersten Malen davor. So, ja. Receptions, 1 von 2, Catches 28, London, Pitts 2 von 5, 26, Robinson 3 von 4, 24, Jonu 3 von 3, 18. Ja, Defense ganz ordentlich, Bates 8 Tackle in der Zeit schon, Alice mit 8, 1 Tackle for Loss, Richie mit 2 Hurries, Grady mit 2 Hurries, Campbell mit einem Hurry, no Sack. Das bleibt auch. Ja, dementsprechend, so sah das zur Halbzeit aus. Alles schön und gut. Ja, dann kommt Detroit raus mit dem Ball, 3 and out. Ja, Alice und Troy super harmoniert, super zusammengespielt. Die richtig gutes Duo. Es ist so schade, dass Anderson jetzt sehr wahrscheinlich raus ist. Ja, so, und dann kam Atlanta und da dachte ich so, okay, adjusted, zweite Halbzeit. Haben wir ja auch so ein bisschen in den anderen Spielen gesehen. Ja, wir kommen wieder mit dem Runplay. Ja, so, Bijan über links. Ja, dieser Horse-Collar-Tackle mehr oder weniger, der wo er runtergezogen wurde. Okay. Und Algier, der Bulldozer über rechts. Boom. Anzalone, wie er heißt, ja, weg. Ja, da zwei DBs ran, weg. Ja, also, boah. Da dachte ich so, alles klar. Ja, jetzt haben wir es wieder. Ja, jetzt sind wir im Flow, jetzt rennen wir, jetzt machen wir das, was wir wollen. Ja, okay. So ein Field Goal Try, nicht schlimm. Cool. Was ist da los? Haben wir ein Kicker-Problem? Sorgen, sag mal Sorgen. Sag mal nicht Problem, sag mal Sorgen. Ja, was ist los da? Kuh. Schönes Autogramm, schönes Bild, schönes Frame. Er hat die Cap nicht getragen. Er hat die Cap nicht getragen. Ich werde ihm schreiben. Ich werde ihm sagen, Kuh, du musst dein Cap tragen. Ja? Letzte Woche Extrapunkt verbockt. Dieses Mal ist Field Goal. Preseason gewackelt. Dreimal. Hallo. Ja, also, hat den Vertrag gekriegt. Was soll er sich jetzt noch anstrengen? Du kommst immer gleich mit der Keule. Ja? Ich sag nur die Wahrheit. Dass es bei vielen Spielern auffällt. Chris. Einmal 2-Stellen-Millionen-Betrag auf dem Konto, da kann man sich überlegen, wie viel man noch Gas geben will. Naja, will ich meinen Fuß jetzt noch opfern, ne? Was sagst du? Ich sag, will ich meinen Fuß jetzt noch opfern? Jetzt habe ich doch schon. Nein.
Nee, das denke ich nicht. Ich habe ihn vor allem früher, habe ich ihn immer in Schutz genommen, weil er hat ja hier und da mal einen 52, 54, 55 Jahre verschossen gehabt, ja. Da habe ich auch gesagt, Leute, was ist das für ein Standard, das wir haben, dass wir ihm böse sein können, weil er 55 Jahre nicht trifft. Ja, für das Geld, das er bekommt und so weiter. Sag ich, aber die das macht sind er ja 55 Yards. Richtig. Die macht er ja mittlerweile safe. Da ist er ja, da ist er, glaube ich, 100%, oder? Über 50? 20 von 25, 20 von 25 über 50 Yards. War das so? Ach so. In der ganzen Karriere, ja, aber ich glaube, ich letztes Jahr war super safe, genau, was das angeht. Das war ja nur ein 47er. Ja, also ich meine, ja. Sorry. Ja. Eben, das ist ihm zu nah. Das war ihm zu nah dran. Ja. Gut, aber auch das kannst du noch verschmerzen. Das kannst du theoretisch noch verschmerzen, so im Spiel, bei 10 zu 3. Ja, ja, ungünstig. Ja, und Arthur war nicht amused. Ja, hast du gesehen, so wieder, hat er geknirscht. So, ja. Da hat er sich ein bisschen Zahnflächen abgerieben, ja, beim Zusammenpressen. Ja, definitiv. Na gut. So. Dann ging es eigentlich so hin und her. In 5 Minuten irgendwie vier Drives gehabt. So, ja, da kam irgendwie bei niemandem irgendwie was raus. Ja. Positiv in der Zeit. Dupree wieder richtig stark mit den Hurries. AJ stark gecovert, gemacht. Alles schön. Ja, AJ kann man wahrscheinlich festhalten. Ziemlich, ziemlich direkt an der Stärke von vor 2 Jahren dran. Kriegt er nicht einen neuen Vertrag sogar nächstes Jahr? Ja. Er hat 50 Options gezogen. Genau. Aber ich also, denke, er wird einen neuen Vertrag kriegen. Er wird einen neuen Vertrag kriegen. Er macht gerade alles dafür, dass das richtig hoch geht. Ja, also da können wir 100 Millionen plus wahrscheinlich rechnen. Ja, 5 Jahre. Ja, nehme 5 ich mal an. Jahre. Ja. Plus, ja. Kommen wir bestimmt hin. Ja, negativ. Bisschen problematisch, was eigentlich gut lief in den ersten beiden Spielen. Und das war, fand ich Sonntag gar nicht da, die Connections zu Hollins. Ja, also das hat irgendwie gar nicht funktioniert. Ja. Und da waren teilweise unglückliche Drops, aber teilweise auch Pässe, wo du sagst so, boah, Desmond, Vorsicht, du spielst ihn gerade in der Coverage irgendwie an. Das kann auch mal ein Out geben für den Spieler, ja, weil er da richtig gefressen hat. So, ja. Ja. Gerade der Pass für Bijan. Oder sowas, ja. Also das ist Decision-Making, Reads, kommen wir nochmal zu, ja. Und dann gab es ja diese Fast-Interception, ja, da in den Drive, da in den einen, wo das so abgebettet wurde und dann sah erstmal so aus, als wenn er gecatcht war, aber dann hat man es deutlich gesehen. Aber habt ihr gesehen, wie zerknirscht dann der Headcoach da die Flagge geworfen hat, so nach dem Motto, so, na, ich wollte sie eigentlich gar nicht werfen. Ja, dann hast du, sehr unsicher. Und vor allen Dingen, ich dachte mir so, Moment mal, was guckt denn jetzt der Schiri, der Ref, so lange? Ja, also ich dachte so, das wird das kürzeste Review überhaupt. So, ja. Und dann hat er sich da Zeit gelassen und geguckt und geguckt. Also war doch deutlich, dass der Ball auf dem Boden war, oder? Oder was glaubt ihr, hat er da gesehen? Oder wollte er sehen? Ich dachte, er wird einen Arschbacken gefangen. Kontrolle über die Backen. Du meinst, er hat sich mal so einen vernünftigen Hintern angeguckt? Ja, und hat das einfach genutzt? That's what you said. Jetzt gucke ich mal so einen richtig athletischen Hintern an. So, ja, ja, Pace ist eigentlich klar. Wartet, Jungs, ist okay, Moment. Ja, ich will noch mal kurz ein bisschen gucken. Aber zurückspulen. Ja, genau. Ja. Wie gesagt, ja, der ist böse, dass er nicht im Arrowhead pfeifen durfte, wenn Swifty da war. Ah, er war böse. Kurz off-topic, das große Thema eigentlich. Nach jedem Play, wo Kelce irgendwie zu sehen war, Taylor Swift. Ja, die neue Cinderella-Story im American Football der NFL. Taylor Swift und Kelce. Und witzigerweise, in Philadelphia spielt ja auch ein Kelce und ein Swift. Ja. Ich wollte es gerade sagen, you will tell me, die Memes sind so böse gut. Ja, können wir hier leider nicht sagen. Wo liegt es bei Travis? Stash. Er hat auch Stash mittlerweile. Ja. Es ist der Stash. So. Mhm. Jetzt, wo wir hier von Stash reden. Wo ist dein Stash eigentlich? Ja, was ist hier los? Ich da. Also für London wünsche ich mir noch einen. Zack, da. Das wird aber ein kurzer sein. Das wird ein kurzer sein. Stash ist Stash. Dann machst du so einen Branch Stash. Okay, machen wir einen Branch Stash. Baby Goat. Ja. Ah, hier, guck mal. Zu Q noch. Ja, das ist interessant, das habe ich mich auch gefragt. Q kann nur mit der 7. Liegt es daran, dass er die Zahl gewechselt hat? Jetzt haben wir es. Soll er sich ein neues Team suchen, wenn er nur an der Zahl liegt? Ich wollte gerade sagen, wenn es nur an der Zahl liegt, dann braucht er einen Psychiater. Sportler sind so. Ja, yeah, die Sportler sind sehr, so. Sehr. Na ja, klar. Deswegen hoffen wir mal, dass bei AK jetzt noch was kommt. Nach der Nummer 17, jetzt wieder 47, 17. Er spielt ja auch gut.
Ich habe viel zu wenig Einsatzzeit, wüsste ich nicht. Aber gut, okay, da wird schon irgendwie System hinter sein. Irgendwas. Also mir tat Mac Hollins bei einem Catch so unfassbar leid. Der Ball war gut am Rücken und er macht sich lang und er holt das Ding und hat es richtig schön gefangen. Und beim Zurückziehen gegen den Helm vom Gegenspieler poppt er das Ding aus. Das tat mir so leid, aber klar, wenn du halt in der Geschwindigkeit den ranziehst und nicht halt mit den Helmen rechnest, dann fliegt er halt raus. Das ist aber sah ein schöner Catch. Aus. Ja. Sah leider einige Male unglücklich aus. Und wie gesagt, ich habe das Gefühl gehabt, als wenn die beiden nicht richtig gegriffen hätten an dem Spiel. Man muss ja dazu sagen, Auswärtsspiel. Ja, und es gibt eine Petition von den Auerfragen, kann ich jetzt hier schon mal reinbringen. Ridder nur noch zu Hause. Ja, oder darf nur noch zu Hause spielen, irgendwie so. Das ist doch mal was. Heinicke auswärts, Ridder Heimspiel? Könnte man mal überlegen, wa? Tatsächlich war die Crowd richtig laut dort. Ja. Und Rothstein hat ja auch geschrieben gehabt, der hat ja lange Zeit die Lions gecovert für ESPN. Und der meinte, er hat dieses Stadion so noch nicht erlebt. Ja, also die haben da richtig, richtig Bambule gemacht. Das ist natürlich jetzt nicht der Hauptfaktor, aber das ist natürlich ein Unterschied. So, ja, wenn du zu Hause wohlig warm bist, ja, in deinem Bird's Nest, ja, so ungefähr, und dann gehst du auswärts und das ist komplett in die andere Richtung. Musst du erstmal hinkriegen. Ja, haben wir noch nicht hingekriegt. Haben wir noch nicht geschafft. Aber gut. So. Und dann, nach dieser Fast Interception in den Drive, ja, kamen wir wieder defensemäßig zumindest aufs Feld. Und dann Nummer 3. Ja, Jesse Bates. Jeden Cent wert, der Junge. Ja. Schön. Schön Interception. Ja, und dann dachtest du so, okay, ist jetzt so viertes Quarter, ist sowieso unser Quarter. 27-0 outperformt die Leute, die Teams bis jetzt. Jetzt geht's los. Ja, mein bester Kumpel war da. Und ich meinte so, pass auf, ja, 27-0 sind wir im vierten Quarter. Ist vorbei mit Choking im vierten Quarter. Gibt's nicht mehr in Atlanta. Jetzt geht's los, meinte ich. Ja, und es war so ein Momentum-Change. Dachte so, okay, Interception, jetzt greift's durch. Und? Nö. Wieder nicht. Irgendwie gar nicht klar gekommen. Wir haben im vierten und fünf ausgespielt. Boah, und das war dieser Overthrown-Pass von Desmond Ridder. Da habe ich mich geärgert. Weil London hat sich wieder schön in Basketballer-Manier vor den Gegenspieler gebracht. Du hättest ihm das einfach nur auf die Nummer zimmern müssen. Ja. Und da dachte ich so, jetzt kannst du nicht mehr in Schutz nehmen. Das geht jetzt nicht mehr, weil das Ding war Ridder. Er hatte Zeit und er hätte ihn einfach nur sauber anspielen müssen. Ja. Und das Ding hätte auch London gefangen und wir hätten einen First Down gehabt. Ja. Bei Ridder hatte ich allgemein sehr oft das Gefühl, dass er auch ein bisschen die Tiefe forcieren wollte, weil sehr oft war Jonas Smith oder Kyle Pitts auf dem Checkdown frei. Oder auch ein Play, wo Algier in die Flat gegangen ist. Und er hatte 5 Sekunden Zeit in der Pocket. Auf jeden Fall 4, 4,5 Sekunden hat er auf jeden Fall gehabt. Und du siehst seinen Blick die ganze Zeit nur auf Algier. Und dann kommt der Spieler in sein Sichtfeld und er slinkt ihn so sidearm-mäßig dran vorbei. Hat halt antizipiert, dass er schon 2 Jahre vorne sein würde. War er leider nicht. Aber er hatte Zeit. Warum ist er mit seinem Read so verstrickt auf Algier gewesen? Weil das war ja angeblich seine Stärke im College schon, dass er in der Pocket schön seine 2, 3, 4 Reads durchgegangen ist. Hat er das gemacht? Also ich kann mit College nicht mitreden, leider. Ja, aber irgendwie habe ich gelesen gehabt, dass es wohl sich durchzieht, das Problem, was er schon im College gehabt hat. Okay. Also vielleicht habe ich was falsch verstanden. Ich habe in irgendeinem Podcast, gerade jetzt vor 3 Tagen, habe ich gehört gehabt, dass seine Reads seine Stärke im College waren, dass er in der Pocket das Vertrauen hatte, gerade dieses Pocket Climbing, 2 Schritte nach vorne, nur mal gucken und so weiter, dass das eine Stärke von ihm gewesen sein sollte. Das traute er auch nicht, mehr. Ja. Was du da sagst mit dem Pocket Climbing, das haben wir auch komplett gar nicht gesehen. So, ja, das hat er im letzten Spiel gegen Green Bay schön gemacht. Ja, hat sich 2 Schritte nach vorne, raus, geguckt, bam. Hat nicht funktioniert. Das wird natürlich auch mit dem Pass Rush zu tun gehabt haben. Ja. Aber er hat halt auch irgendwie nicht versucht oder es nicht hinbekommen, dann zu sagen, okay, ich breche jetzt kurz mal ab, mein Read, verschaff mir ein paar Sekunden, ja, und mache dann nochmal einen Passversuch. Ja. Das hat vorne und hinten irgendwie. War in eigenen Plays sehr verbissen. Und da frage ich mich halt auch, ob er seiner O-Line da nicht mehr vertraut. Ob er dann halt wirklich die Schnelle versucht und so weiter. Aber also wenn das Vertrauen da nicht da ist, dann ist es so oder so. Sehr schwer. Naja, wenn du im Schnitt jedes 8. Play gesackt wirst, ist natürlich schwierig. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass er irgendwann sagt, so, ey Leute, was ist hier eigentlich los? Ja. However, ja, 4. und 5, wir haben es nicht hinbekommen.
Und Detroit hat es gleich bestraft danach. Ja. Gab zwar einen schönen, harten Hit von AJ an der Rhinos-Clinch mehr oder weniger gegen Gibbs. Schön, ja. Aber dann der Quarterback-Keeper, wir hatten es schon angesprochen, Calais Campbell war seiner. Ja. Haben sie halt schön gemacht, ja. Quasi über Inside angetäuscht und er läuft einfach, joggt ganz entspannt. Ja, dann in die Endzone. 3:20. 9 Minuten 44 noch auf der Uhr. Da hatte man schon das Gefühl, oh, das wird jetzt wird es schwer. Jetzt wird es wirklich schwer. Und dann sind nachher Sachen passiert, da habe ich mich gefragt, warum machen wir das? Ja, also es, du meinst gerade die Checkdowns angesprochen und dann gab es diesen Swing Pass auf Pitts. Plötzlich. Könnt ihr euch daran erinnern? Also den fand ich so out of context. Völlig out of context. Wo ich denke, so, warum jetzt auf Pitts? Ja, ich meine, klar, wenn ich frei war, aber den haben sie auch sofort negativ irgendwie gekriegt und so weiter. Also. Naja, direkt. Da brauchst du halt einen Skillplayer, der athletisch verdammt stark ist und schnell Cuts setzen kann. Ja. Und da ist halt einfach ein Bijan, Algier, Patterson, ja, gerade statt raus, aber da für diese Plays brauchst du die beiden. Und da bringt den Pitts allein von seiner Größe nichts. Ja, der ist auch nicht so beweglich, ja, dass du da irgendwie raustanzt. Ja. Ganz, ganz komisches Thema. Gab naja auch Communication. Problems mit Bijan, ja, da haben sie sich irgendwie missverstanden. Ja, das war dann auch zu sehen. Dann gab es mal wieder einen Sack von Hutchinson oder von wem auch immer. Ja, also, so. Gut. First Down nachher durch Hodge. Schöner Slant. Kann man Hodge zumindest war mal zu sehen. Aber insgesamt hatte ich so das Gefühl in diesem Drive, wo wir 9:44 noch zu spielen hatten, dass wir genau da eigentlich spielen, als wenn wir in Führung liegen würden. Ja, also es waren so Plays. Bisschen Middle hier, ein bisschen Short da, ein bisschen Run hier. Und ich denke, war so, ja auch der End-Around, oder? Das war ja auch in dem Drive, wo dieser End-Around von Bijan kam. Wo er erstmal Ich glaube, ja. Ja. Und ich meine, wir haben 3 Minuten von der Uhr gefressen, ja, und so, okay. Ja, dann haben wir einen Field Goal gemacht. 3:20 sogar. Okay. Nee, Entschuldigung. 5. Das ist blöd, 6:20, das ist Ergebnis. Ja, wir haben 5 Minuten 31 in den Drive gebraucht, um einen Field Goal im Endeffekt zu schießen. Ja. Nee. Ja. Vor allem, ich war da sogar noch relativ froh, dass wir das Field Goal genommen haben, weil du warst 4. und lang. Du hättest so oder so die Punkte gebraucht, du warst 3 Scores hinten, habe ich auch gesagt, nimm das Field Goal. Ja. Die Defense danach wird es regeln, wird dir den Ball wieder besorgen, was sie ja auch getan haben. Mhm. Aber die Offense ist genau gleich wieder rausgekommen. Du bist jetzt bei der Two-Minute-Warning oder drunter gewesen und noch immer so ein komisches Play-Calling. 3. und 6, erstmal lauf durch die Mitte. Ja, ganz komisch. Also man hätte natürlich irgendwie hoffen können, dass sie irgendwann müde werden, aber ich habe das Gefühl gehabt, so, ey, die haben da irgendwie nochmal so ein anderes Öl nachgekippt, ja, und die sind immer weiter. Ja. Ich meine, der Drive danach war 2 Minuten, das haben wir dann schnell hinbekommen. Okay, das war dann auch der Drive, wo Bijan seinen Helm verloren hat. Ja, ich so, krass, ja. Da dachte ich so, hei. Ja, dann gab es nochmal fast einen Pick von Walker. Ja, und dann kam nachher der Forced Fumble von Hutchinson und die Recovery. Ja, gut, 20 Fantasy Points für Hutchinson. Ja, Glückwunsch an den, der ihn hat im Fantasy. Mein Gegner. Dein Gegner, siehst du. Ja, Game over. 6:20, auf Wiedersehen. Ja, das war's. Ja, das war das Spiel und ja, ernüchternd, aber letztlich muss man fairerweise sagen, Detroit richtig gut gemacht. Ja, richtig gut gemacht. Ja, die haben tatsächlich uns forciert in diese Situation. Wirf doch. Na los, wirf doch. Ja, wir ballern die Box zu. Wir machen alles gegen euren und dann kannst du gerne werfen. Ja, okay, haben wir versucht. Ja, und haben es aber nicht hingekriegt, da was frei zu kriegen, um davon irgendwie zu profitieren. Und jetzt kann man nur hoffen, ja, und wir haben ja schon über den Passblock geredet und so weiter, aber jetzt kann man nur hoffen, dass das Playcalling bzw. die Adjustments von Arthur jetzt besser werden. Ja, so. Hey, weil bisher sind ja Arthur nach jedem Spiel rausgekommen an die Pressekonferenz und hat ja auch gesagt, we have to do something and we will. Jedes Mal. Und bis jetzt fehlt mir das noch, dieses We Will. Ich meine, du kannst gut reden, auch Ridder, ein sehr selbstbewusster Typ, wenn er die Konferenz hat, wie er redet und so weiter und so fort. Ja. Top, kann man echt nicht sagen. Aber es fehlt das Liefern danach für mich. Man sieht kaum Fortschritte. Und vor allem, wie du gerade gesagt hast,
das, den Run nimmst du weg, jetzt musst du den Ball über die Luft bewegen. Ja? Aber wie gesagt, den Run haben wir selber zu schnell aufgegeben. In einer Halbzeit nur 8 Läufe. Das muss einer mal erklären. Und klar, die ersten paar Läufe waren einige für Blown Up, aber da war ja ein schöner Bijan-Lauf für 10 Yards dabei. Nach der Halbzeit war ja der schöne Bijan-Lauf, wo er das Tackle bricht, einfach aufsteht oder halt sich aufrappelt und weiter, als ob nichts wäre. Und dann das Horsecutter-Tackle kommt und so. Also ihr netzt halt nur noch über die Mitte. Hat auch da seine Stärken. Natürlich ist er eher der Powerback-Typ. Aber auch der ist klein, schnell, wendig. Hat auch Ja. sehr viel über rechts gemacht. Und jetzt ein einziger Lauf über Kombi mit Lindström und mit Gary. Also das haben uns nicht die Lions so kaputt gemacht. Also ich finde es ein bisschen schwer. Ich habe es ja auch schon im Discord geschrieben, dass ich auch ein bisschen das Gefühl habe, dass, also auf jeden Fall, wie ihr schon mehrfach gesagt habt, Arthur Smith braucht einen Pass-Game-Coordinator. Ganz, ganz dringend. Da die einfach die Hilfe. Und ich finde, er sollte vielleicht sogar allgemein die Offense abgeben zum Callen. Weil ich kann mir vorstellen, dass das einfach viel zu viel ist. Den Headcoach-Job, du musst nach dem Personal gucken, du musst alles Richtige machen. Du musst die ganzen Timeouts nehmen, du musst nach allem möglichen gucken, tun und machen, du hast so viel zu tun. Und dann noch nebenbei auf die Defense schön antworten können, um die richtigen Schemes auf den Plan zu finden. Aber das Das ist nicht abgeben zu viel wird, ist. weiß Ich ich glaube es nicht. Ich nicht. meine, die Nein, Hour ist, sind glaube ich ja hier nicht. mit drin. Bekommt Arthur Smith das Play Calling in den Griff oder wäre ein Offense Play Caller besser für das Team? Fragen natürlich auch die Leute. Ja, und hier schreibt auch noch einer: Nach etwas Bedenkzeit gibt es für mich einen, der am meisten Lehrgeld gezahlt hat, und das ist Arthur Smith. Glaubt ihr, er kann aus dem gestrigen Offense-Fiasko seine Lehren ziehen und eine bessere Offense-Strategie aus dem Hut zaubern? Muss. Defense auf und ab, Offense grottig und dazu outgecoacht. Woran hat es gelegen? Ja, ich meine, du kannst immer mal so ein Spiel haben, wo du komplett auf dem falschen Fuß erwischt wirst. Ja? Und ich meine, ich hätte mir schon gewünscht, dass wir ein bisschen besser antworten. Und es ging ja dann auch schon in der zweiten Halbzeit dann dementsprechend los. Ja, der Bulldozer-Run und so weiter. Da sah es ja so ein bisschen danach aus. Aber wenn es dann darauf ankam, umzuschalten, und wir kommen zwangsläufig in die Diskussion, ja, jetzt über Ridder, ja, dann war es nicht nachhaltig. Ja. Ja. Und das ist so der Punkt, wo man jetzt sagen muss: Seht ihr, Auerfragen jetzt hier, seht ihr für Ridder eine Zukunft? Für mich ist das schon harte Kost aktuell. Ja. Hätte man Heinicke im vierten mal testen sollen? Das, glaube ich, Nee. stand nie zur Diskussion. Nein, auf Ja. gar keinen Fall. Der Ja. braucht jeden Snap, den er kriegen kann aktuell. Definitiv. Wir sind ja erst bei, also erst, ja, bei Game 7, wenn man so möchte. Ja, hier die Petition: Ridder nur noch Home Games. Okay, ja, da steht da 30-0. Übergreifend mit College, in Ordnung. Ja, mal sehen, was dann. Jetzt sind wir in London und dann spielen wir. Wann spielen wir dann? Oh, gute Frage. Ich weiß nicht, wann wir zu Hause spielen das nächste Mal. Müssen wir nicht, wir Könnte aber spielen schon dann. direkt wahrscheinlich danach sein, wenn wir jetzt zwei Auswärtsspiele wieder. Ich glaube, wir spielen direkt Ja, danach aber zu wir haben Hause. keine Bye-Week, die haben wir erst später. Nein, die haben wir erst eine Woche, 9 oder Ja, 10 oder 11. die haben wir erst So. später. Ja. Also, ja, ist Ridder die Zukunft? Ja? Oder ist Ridder, ja, und jetzt mache ich mal hier eine ganz, ganz steile These auf: Ist Ridder eigentlich nur Mariota 2.0? Nee. Das glaube ich nicht. Also Platzhalter? ich glaube schon, dass Ridder ein durchschnittlicher Quarterback sein kann in einem richtigen System. Und ich glaube, unser System ist nicht Quarterback-freundlich. Denn, also das Nervige ist, auf der Zone, diese Coaches Camp wird nicht hochgeladen. Ne? Ich will mir das jedes Mal vom Talk angucken. Ah, das ist Kannst schlimm. wahrscheinlich bis übermorgen noch drauf warten. Ja, können Aber wir es nächstes Mal drüber wirkte sprechen. so und das ist ja auch schon vorher so gewesen, ob jetzt bei den Panthers oder auch teilweise noch bei Green Bay, dass wir arge Probleme haben, Receiver frei zu schieben oder die Receiver am Podium sich freizulaufen. Und das hat dann eher was mit entweder mit Management zu tun, falsche Spieler oder mit dem Play Calling. Denn ich war erstaunt darüber, wie frei manche Receiver von den Lions waren. Das liegt nicht daran, dass Goff ein extrem guter Quarterback ist, sondern klar, Amon-Ra, so, es ist ein Top 10, Top 5 Receiver, eher Top 10, aber selbst Laporta, Raymond oder Reynolds waren teilweise frei, immer mit 1, 2, 3 Yards. Ich denke so, warum? Ich sehe auch übrigens ganz selten, dass unsere Receiver mal frei sind. So, Also seitdem so es mit extreme Saquon Separation ist ist. selten. Ja. Das Ganz, kennen wir ganz ja selten. aus dem ersten Jahr auch. Ja? Und wir haben es immer so ein bisschen auf Ryan geschoben, in Anführungsstrichen. Ja? So, ja, der Arm, okay, er ist älter, la la la. Ist es vielleicht ein Nee. Scheme-Problem? Ja? Ja, ja. Aber die andere Frage ist:
haben wir überhaupt die Receiver, um genau das zu spielen? Ich meine, guck dir Hollins an. Ja, das ist eine Bulldoze als Receiver. Ja, habt ihr den mal gesehen? Ja, der Typ, also, ja. Der ist freundlich und nett. Ja, der ist gut erzogen. Ja, der hält dir die Tür auf und so weiter, wenn es sein muss und so weiter. Aber ich glaube, der könnte dich in zwei Stücke reißen. So, ja, so. Mit Sicherheit. Eher groß, eher bullig, eher so. Ja, London ist jetzt auch nicht die Speedmaschine. Ja, die grazile Jefferson-Variante. So, ja, ist auch eher so. Ah, groß und brutal. Ich glaube, der Spielertypus ist einfach nicht gemacht dafür, ja, die frei zu bekommen. So. Ja, aber es ist die Frage, ist es dann Ridder oder ist es Arthur Smith? Ja. Ich glaube, es ist eher Smith, weil ja. Also letztendlich ist es undankbar. Es ist für jeden Quarterback undankbar, wenn du ganz kleine Fenster hast, wo du deine Receiver halt reinwerfen musst, weil die einfach zu wenig Raumgewinn haben. Und da muss man auch sagen, sind die Route-Concepts einfach wirklich unterirdisch schlecht. Also ich verstehe nicht, warum Smith nicht oder warum auch immer es kann. Er kann sehr gute Runplays scrollen, aber im Passing-Game hat er halt Defizite. Ja. Und nee, vor allem mich regt übrigens auf, wenn wir Play-Action spielen, ne? Und so eine 8-Man-Protection haben und nur Pitts und London tief gehen. Ja, was willst du damit machen? Wenn der tiefer bei, das funktioniert nicht. Es sei denn, du hast jemanden, der richtig Speed hat, aber da brauchst du einen Scotty Miller eher auf dem Feld. Ja? Weil das ist halt das, was wir nicht verstehen. Wir spielen keine Quick-Pass-Routes. Ja? Sowas wie Slants. Wir haben im ganzen Spiel eine einzige Slant gehabt. Hodge. Eine einzige Hodge, genau. Und die angebracht. Und es waren direkt aus dem Speed raus, war es First Down. Warum nutzen wir sowas nicht öfters? Weil, ja, London ist riesig. Aber London hat an sich die Schnelligkeit und die Beweglichkeit, auf solchen Routen sich freizulaufen. Scotty Miller, sowieso. Selbst Hodge hat es ja geschafft, wie man gesehen hat, ja. Dann hast du für die tiefen Dinge hast du noch immer einen Mac Hollins, dem du dann die schönen 50-50-Bälle geben kannst. Ein Kyle Pitts, ja. Aber wenn du halt jetzt auf 10 Yards einen gedeckten Receiver anschmeißt, ist es für mich halt auch kein 50-50-Ball mehr. Wenn das Ding zu ist und die stehen beide und warten auf den Ball, und das ist ein Riesenmanko, dass ich finde, dass wenn unsere Receiver ihre Routen gelaufen sind und Desmond Ridder hat noch immer einen Ball und die sind die Route fertig, die laufen sich nicht weiter. Die verlängern die Plays nicht. Viele stehen dann einfach da und warten und gucken, was Sache ist. Das ist uns ja schon aufgefallen. Und das ist tatsächlich, wo man sich fragt, so, ey, okay, play is dead, mach was draus. Ja, und das muss eigentlich in der Connection muss das eigentlich verankert sein und drin sein. So, ey, ich habe mein Play nicht spielen können, du weißt, ich musste eigentlich einen Post laufen. Ich bin dann immer, wenn ich auf der Seite bin, gehe ich immer dahin oder keine Ahnung was. Aber das weiß er. Im Endeffekt blind, theoretisch. Ja. Ja, also du müsstest eigentlich Ridder morgens um 3 wach machen können und sagen so, ja, play, play, play und hier dead und jetzt Spiel. Ja, und dann müsste er werfen und dann müsste London fangen. Ja. Eigentlich. Ja, aber also, das vermisse ich auch. Ja. Ja. Vor allem laut dem Play-Review von den Falcons über das Green Bay-Spiel, der Touchdown auf London, das war gerade so ein Play, wo London dann verlängert hat, wo er zurückgekommen ist und den Catch gemacht hat. Seine Route war tot. So auf die Art. Wo ich auch sage, okay, dafür kam der Ball verdammt schnell raus, dafür, dass das Play dann schon tot gewesen sein sollte. Achso, dieser aus der direkt, Hüfte raus? Rollout. Genau. Das ist so Cyber-mäßig, genau. Mhm. Genau. Und dachte ich, okay, der war sehr schnell geworfen. Wenn da das Play schon tot war, okay, klar, Goal-Line-Formation, okay. Aber dann muss sowohl Arthur Smith mit Play-Calling, und das verstehe ich halt überhaupt nicht, warum spielen wir die kurzen Routen so wenig? Und vor allem nicht einfach nur vor Comeback oder eine Curl kurz oder sowas. Warum spielen wir nicht einfach das, was New Orleans die ganze Zeit macht? Slant Boy, In-Routes, Out-Routes, ab in die Flat, ja gut, die Swings funktionieren bei uns nicht. Gerade im ersten, zweiten Spiel, wir hatten richtig schöne Screens. Dieses Spiel haben wir allein diesen Streetpass gehabt. Ich meine, ihr müsst euch übrigens mal Brock Purdy angucken bei den Niners, das ist sehr faszinierend, ne? Ja. Wie viel Purdy Zeit hat der im Schnitt? Wenig. 2,2 oder irgendwie so? Ja, ganz wenig. Ich hab mir das auch jetzt schon angeguckt, das zweite Spiel von ihm, und ich bin ja nicht beeindruckt, was er macht, weil Purdy hat aber unheimliche so eine Auffassungsgabe, weiß halt irgendwie, okay, kommt Druck, der spielt ihn halt direkt einfach raus auf CMC, ja, mach, oder Debo, mach, Ayuk, mach, Kittle, mach. So, und ich verstehe nicht, warum, und es wirkt nämlich auch so, als ob Ridder das Play-Call gesagt kriegt oder eine Anweisung hat, weil Ridder ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass Quarterback so starr sein kann, und die einfach so auf diese tiefen Routen wartet, ob keine Ahnung warum. Ja. Ob er Anweisungen hat, von wegen hier, das ist das Play Call, das ist dein Hot Read, guck rauf. So, das
ob er nicht die Befugnis hat, das zu audiblen. Übrigens gab es sehr wenig Audibles in dem Spiel, was mir auch missfallen hat. Gegen Green Bay war das deutlich mehr. Ist natürlich schwer, auswärts, klar, ja, durch Lautsprecher und so, aber und es war sehr Ritter laut, war ja gegen Green Bay auch, wir haben auch mehr designte Quarterback-Runs gehabt. Auch waren auch irgendwie nicht da. Ich weiß nicht, warum das Play-Call war ein riesen Schritt zurück. Also ich bin gespannt. Letztendlich ist es ja so, dass würde Ritter mehr in die Karten spielen in London, ist keine richtige Auswärtsatmosphäre in dem Sinne. Mhm. Also ich sag mal, es ist quasi ein Freundschaftsspiel, so ganz, ganz blöd gesagt, ne? Von der Atmosphäre, also von der Stadionatmosphäre. Nee, stopp mal. Block 119, ja, macht so viel Krach, ja, dass das Stadion beben wird. Ja, was redest du hier eigentlich? Er muss nur verstehen, dass es auch Falcons-Krach ist. Ja, natürlich ist es Falcons-Krach, weil wir werden ja natürlich immer nur Krach machen, wenn die gegnerische Offense da ist. Ja. Sehr schön. Ist ja wohl klar. Ja. Vor allem jetzt gerade, wo du es mit den Fortinanders ansprichst, das ist ja das Geile bei denen. Die spielen ja sehr, sehr viel Short-Passing und über die Playmaker machen sehr riesen Big Plays draus. Und da, das finde ich unglaublich stark von Brock Purdy oder auch von Shanahan allgemein, er macht den Snap, ja, und er sieht, von links kommt der Corner und blitzt. Dann ist seine erste Umschaltmoment, von links kommt der Blitz, da ist einmal weniger da, und da musst du Ball hin. Und das spielen sie. Und da hast du dann eine Übermann-Situation. Wenn du da dann gerade zwei Receiver hast, dann weißt du, okay, einer von denen ist 1 gegen 1. Zu dir muss der Safety oder der Linebacker erstmal runterkommen. Oder im schlimmsten Fall der Fälle musst du halt eine 1 gegen 1 Situation auch mal gewinnen. Und das macht Deebo Samuel, CMC, Brandon Ayuk. Die sind bombastisch gut in 1 gegen 1. Und ich meine, wir haben ähnliche Spielertypen. Ja, ich glaube, Smith wäre gut daran, wenn er Ridd überhaupt mal Sicherheit geben würde im Passing Game, weil es wirkt immer alles sehr, sehr überfordern aufwendig für einen jungen Quarterback. Also warum gibst du ihm nicht erstmal die ersten, weiß nicht, von mir aus auch 10 Würfe, 5 bis 10 Würfe, ganz kurze Routen, Checkdowns, lass ihn erstmal reinkommen, bisschen settlen. Vor allem dann nimmst du auch den Passrush weg. Wenn du merkst, der Gegner nimmt den Ball ganz schnell aus der Hand, dann überlegst du halt, ob du wirklich, wie du rusht, ob du voll reingehst, ob du lieber ein Contain spielst, lieber zögerlich rangehst. Aber immer dieses Play-Action, immer. Und Ritter kann ja die Würfe auf London, diese 1, die High Point, da macht er so gut, weil er denkt, da kann halt nur London rankommen. So. Ja. Also er hat ja Potenzial, er zeigt das auch, aber irgendwas, ich weiß nicht, ob das auch an Smith liegt oder so, aber irgendwas fehlt da eigentlich. Ja, also der Kreis schließt sich, ja, ist Ritter nur Mariota 2.0. Weil, wenn du sagst, es wirkt wie, als wenn er die Calls reinbekommen hat in seinen Helm. Ja, also so habe ich teilweise meine 13-, 14-jährigen Quarterbacks beim Flag quasi gecoacht. So nach dem Motto, wir spielen eine Trips Right, keine Ahnung was. Und du spielst bitte jetzt den Y an, weil ich habe gesehen, der DB ist super schwach, der wird auf jeden Fall frei sein. Ja, so, das hast du dann quasi reingegeben im Flag-Bereich. Ja. Also, wenn du sagst, es ist so. Ja, also. Ich sage, es wirkt so. Ich hoffe nicht, dass es so ist. Es wirkt so. Gegen Green Bay sah es nämlich nicht, also ich weiß nicht warum, gegen Green Bay. Ja, es sah verantwortungsvoller aus, weil er eben auch so viel Audibles reingebracht hat und adjusted hat und so weiter. Ja, möglicherweise hieß es einfach so, pass auf, wir müssen einen Stiefel XYZ runterspielen. Ich will das erstmal so und so machen. Aber dann musst du auch irgendwann adjusten und sagen so, okay, funktioniert nicht. Ja. Und das ist vielleicht nicht ganz so, hat vielleicht nicht ganz so funktioniert. Also wir sind uns einig, irgendwas am System Smith ist auf jeden Fall, Luft nach oben, muss auf jeden Fall geändert werden. Ja? Hoffen, dass wir das in London sehen. Wäre es nicht Smith, ja, haben wir die Diskussion über Ridder. So, die Frage ist, was ist Ridder für uns? Wer ist Ridder für uns? Und in welchen Art von Weg möchtest du gehen, wenn es um das Thema Quarterback geht? Ja, ich meine, Punkt 1 ist, wir sind 14 Jahre verwöhnt gewesen von Matt Ryan. Und das liest du auch auf dem Discord und das liest du auch so. Da muss man sagen, Leute, vergesst es. Ja? Der Junge hat über 50.000 Yards gemacht. Ja, er hat im Grunde genommen, und ich meine, klar, Julio Jones ist Julio Jones, aber er war der große Anteil, ja, dessen. Ja, wenn du den Quarterback hast, ja, kann der Receiver dementsprechend glänzen. Hast du keinen Quarterback, sehen die Receiver dementsprechend aus. Ja, gibt genügend Beispiele, ja, wo Hall of Famer gewechselt haben und dann, bam, ging gar nichts mehr. Ja, so. Und jetzt ist die Frage, welchen Weg willst du gehen? Ja, willst du dir nächstes Jahr vielleicht einen Quarterback kaufen irgendwo, ja, à la Russell Wilson, ja, der dann 70 Punkte eingeschenkt kriegt gegen Miami. Was war das? Ja, so, wo es gar nicht funktioniert. Ja, ich bin mal gespannt jetzt, was mit, ich habe seinen Namen verdrängt. Wie heißt er nochmal, der Coach?
Sean Payton, genau. Ja, da brennt richtig die Hütte, ja, in Denver. Ja. Willst du sowas machen? Ja, willst du irgendwie 27 Picks an Seattle geben, ja, damit du dann quasi so einen abgehaserten Russell Wilson kriegst, ja, der die NFL anrufen muss, damit Future beziehungsweise DJ nicht die Songs von Future spielt. Ja, so. Oder tradest du für astronomische, keine Ahnung, 3 First Rounds, 7 Second Rounds hoch, um dir dann Bryce Young zu holen, zum Beispiel. Nee, also ich habe gehört, und du weißt nicht, Cousins. Und du weißt nicht, Entschuldigung, und du weißt nicht, ob er garantiert funktioniert. Das weißt du nicht. So, also das müssen wir uns klar werden, wenn wir jetzt sagen, Ridder ist es nicht. Ja, welchen Weg willst du gehen? Weil so wie es aussieht, picken wir nicht in den Top 5. Bitte nicht. Ja, so. Denke ich nicht. Was machst du da? Wie gesagt, so ganz sarkastisch gesagt, ich habe heute gelesen, dass Trade-Gerüchte um Kirk Cousins da sein sollen. So, und? Aber sarkastisch gesagt, ja. Nein, allgemein so, dass allgemein. Die Vikings wohl gucken. Ja, genau. Ja, ich glaube, das ist vorbei bei den Vikings, oder? 0-3? Auf jeden Fall. Ja, das ist schwer. Das ist sehr schwer. Ja, das wird also übrigens, das ist übrigens auch so ein Thema, was bei uns so leidig ist, ne? Wenn bei uns irgendwie Quarterback-Stats angesprochen werden. Cousins hat eine der besten Quarterback-Stats der ganzen Liga, aber es bringt leider nichts, wenn man hinten raus verliert, weil alles andere einfach nicht funktioniert. Und ja. Das und ist ja auch so ein Ding. Ryan wurde letztens interviewt, ich weiß gar nicht, wo das war, und er war so ein bisschen neidisch auf unsere Defense. Ja, das kann nicht funktionieren. Also du kannst ja auch nur profitieren, wenn du einen Rookie hast als Quarterback. Oder du hast einen Quarterback, so wie Mahomes zum Beispiel, der einfach besser ist als alle anderen. Dann kannst du ihm auch einen Vertrag geben. Aber sonst, und Ryan, das leider hat er immer Top 5 kassiert. Sofort. Er hat immer einen neuen Vertrag gekriegt, hat immer sehr gutes Geld gekriegt. Dann darfst dich aber nicht beschweren, wenn deine Teamteile in der Defense halt nicht funktionieren, weil du in der Offense so viel Geld investiert hast. Und das klappt halt einfach nicht. Ja. Ich glaube, wenn Ridder jetzt nichts wird, dann werden die sich halt, musst du halt einen neuen Quarterback draften. Du musst es ja im Prinzip probieren, bis du was gefunden hast, wo du denkst, ja, okay. So, und bei uns, in unserem System, müsstest du im Prinzip einen Quarterback haben, der run-first stark ist. A la Justin Fields zum Beispiel. Justin Fields, dann kommt diese Diskussion wieder auf. Ja, hätten wir nicht Justin Fields over Pitts haben müssen. Ja, die kommt dann. Ja. Ja, ist richtig. Aber ich meine, gut, was fehlt, das sieht man jetzt ja auch. Also von daher haben wir da auch keinen Fehler gemacht. Aber was ja auch verschiedene Faktoren haben kann. Aber ich glaube, du brauchst halt auch einen Quarterback, wo das Running Game halt noch gefährlicher sein kann. Ja. Oder zumindest jemanden, der die Würfe mag. Weil Smith hatte Tannehill. So, Tannehill ist halt ein athletisch guter Quarterback, würde ich sagen. Der auch seine Keeper macht, der hat die Scrambles gemacht, der hat aber auch die Würfe angebracht. Und Tannehill hat ja nie was Kompliziertes machen müssen bei den Titans in der Zeit, überhaupt nicht. Ja. Das verstehe ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber im Prinzip musst du so lange probieren, bis du einen Quarterback gefunden hast. Und sagen wir mal ehrlich, ob Heinicke wird das auch nicht sein. Und ob das Ridder ist, ich würde immer sagen, gib ihm erstmal eine ganze Saison Zeit. Da sind wir ja auch drin. Und das wird ja auch bleiben. Ja, aber ich erinnere nochmal dran, ja. Ich habe es einige Male gesagt, ja, wir werden an diese Zeit noch zurückdenken, ja, und alle, wie ihr über Matt Ryan meckert, wir werden zurückdenken, wie akkurat und wie deutlich diese Pässe angekommen sind. Ja, und das ist eingetreten jetzt, weil das ist klar, und es hat irgendwann auf dem Discord geschrieben, jetzt weiß er erst, wie sich andere Teams fühlen. Ja, genau das ist es nämlich. Ja, und mir graut es damals schon, wo ich gesehen habe mit Ryan und so weiter, das wird nicht so, der geht weg und so weiter. So, scheiße, jetzt kommen wir genau in diese Situation. Wir sind jetzt auf der Suche. Wie wahrscheinlich 30 andere Teams. Ja. 28. Ja. Ja, wir sind auf der Suche nach diesem Franchise-Quarterback. Und klar, wir machen das. Wir bauen die Basis auf, wir haben das Team und müssen eigentlich nur noch die Kirsche oben draufsetzen. Ja, gut. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Sahne noch und ein bisschen noch ein paar Streusel. Ja, aber wenn du die Basis hast, kann das funktionieren. Die Frage ist, wie lange ist dieses Fenster offen möglich? Ja, und deswegen nochmal, Mariota 2.0, Platzhalter. Ist er nächstes Jahr noch? Ja, ich meine, du kannst 10 Siege machen, du kannst 11 Siege machen, du kannst in die Playoffs kommen. Ja, und dann werden alle sagen so, ja, hier, Ridder. Aber war es dann Ridder? Oder war es vielleicht die Defense diesmal? Ja. Also, ich sag mal so, er darf kein Mariota 2.0 für Arthur Smith sein. Weil ich glaube, Arthur Smith, für sich jetzt nochmal einen neuen Quarterback zu draften, der wird nicht unter Arthur Smith großgezogen. Das wäre seine Nummer 3.
Glaube ich nicht. Ja, aber musst du machen. Also du musst, ja, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber du musst reagieren, wenn es auf dem Niveau bleibt mit Ridder. Ja. Dann musst du reagieren im nächsten Draft. Oder was du auch immer Offseason. Ja, aber ich glaube, dann ist auch die Reaktion von Arthur Blank für Arthur Smith da. Weil Arthur Smith hat jetzt seinen dritten Quarterback gehabt. Ja. Und wie Arthur Blank gesagt hat, wir sind im dritten Jahr eines Dreijahresplans. Und ich glaube, wenn die Saison durchschnittlich aussehen würde, Ridder durchschnittlich gut spielen würde, würde Arthur Smith noch seine Verlängerung, seine Zeit bekommen, alles drum dran, ja. Aber wenn Ridder jetzt nicht gut aussieht, dann wird auch Arthur Blank sagen, okay, er kann ihm jetzt nicht nochmal 3 Jahre geben, weil dafür hat er zu viel inkonstant gezeigt. Weil er will ja auch den Fans natürlich was liefern können. Man hat gesehen jetzt unter Ryan Nielsen mit Terry Fontenot, ich glaube, Terry Fontenot wird, also wenn es soweit kommen sollte, dass Arthur Smith, hier ist die Tür, ich glaube nicht, dass Terry Fontenot mitgehen wird. Nee, das glaube ich auch nicht. Das bezweifle ich. Er macht einen verdammt guten Job, macht richtig geile Verträge, gute Signings, gute Trades, alles drum und dran. Hat uns nicht in die katapultiert. Nee, gar nicht. Und das denke ich auch, dass er dann bleiben wird und sich dann mit dem nächsten Quarterback, mit dem nächsten Headcoach seinen nächsten Quarterback suchen wird. Weil wenn Ridder es nicht ist, um einen Quarterback zu entwickeln, gerade ein Rookie, von einem Rookie kannst du nicht erwarten, dass er dich in die Playoffs führen wird im ersten Jahr. Also das sind sehr seltene Sachen. Mit glaubst du wirklich, Herbert, dass es so verwoben ist? Ridder an Smith? Ich kann es mir vorstellen, dass das ein großer Faktor sein könnte. Weil es ist Quarterback Nummer 3, Mariota, klar, das war uns allen klar, dass es ein Übergangs-Quarterback wird. Die Sache mit Matt Ryan ist auch ein Griff ins Klo gewesen von der Führungsriege, muss man leider auch so sehen. Ich finde es super, dass es jetzt wieder alles easy zwischen denen ist und Urban Trainings Camp wieder da war, alles drum und dran. Aber trotzdem würde ich, glaube ich, sagen, dass ein Desmond Ridder, wenn er jetzt 2 Jahre hinter Matt Ryan gesessen wäre, dass er besser aussehen würde. Gerade im Pass-Game gibt es, glaube ich, aktuell keinen besseren in der Liga als Mentor, als einen Aaron Rodgers und Matt Ryan hinter sich sitzen zu haben, von der Erfahrung her. Aaron Rodgers hat Termine mit Delfin. Was? Achso, Delfin. Ja, der hat keine Zeit. Ja. Matt Ryan hätte Zeit. Sowieso, eben. Aber ich glaube, das wird ihm auch richtig viel helfen können. Und sei es als Quarterbacks-Coach oder in die Richtung irgendwas. Aber ich glaube, Stand jetzt, wenn er Mariota 2.0 wird, ist das auch nicht vielleicht direkt in der Offseason, aber mit dem Rookie wird er, glaube ich, nicht mehr die Zeit bekommen von Arthur Blank, sich jetzt komplett über 2-3 Jahre einen neuen Rookie ranzuziehen. Ich bin gespannt. Ja, und ich meine, gut, schwungen wir wieder zurück. Das war natürlich auch jetzt sehr provokativ gesagt. Ja. Ja, mit Mariota 2.0 Platzhalter. Aber wir müssen festhalten, das war jetzt ein Game. Es war predicted als möglicher Lost und sehr wahrscheinlich, wenn wir uns das Schedule angucken, und ich sage es nochmal, sehr wahrscheinlich mit der stärkste Gegner auswärts auch noch. Auf jeden Fall. Ja. Also da, Leute, versteht mich nicht falsch, ich möchte das auf gar keinen Fall. Ich believe noch immer in Ridder, ich habe noch immer die Hoffnung, dass er ein guter durchschnittlicher Quarterback werden kann. Er hat gute Ansätze dafür gezeigt. Ein guter es geht durchschnittlicher Quarterback. Ja, so in der guten Hälfte durchschnittlichen Quarterbacks. Nee, also wie bei der Andy Dalton-Linie will er ihn haben. So, richtig, okay. Richtig, genau. Und das Zeug hat er dazu, er muss es nur komplett konstant abrufen können. Und das war ja gerade wirklich ins Extremste geredet, was wäre, wenn, was ich eigentlich sehr ungern mache, aber braucht man es einfach nicht. Vielleicht sitzen wir nächstes Jahr hier zu Folge 200, ja, und sagen so, ey, wisst ihr noch, das Detroit-Game, bam, das war der Wachmacher. Ja, ab da, Arthur Smith, ja, hat sich einen Playcaller mit dazu geholt, ja, und ganz anderes Gesicht. Ja, 16-1 im Super Bowl. Er hat sich den Stash sogar zwirbeln lassen hier nach außen, ja, so wie diese alten Herren da, preußische Herren, wer hat das immer gemacht? So, und ab da ging Luzi ab. Möglich, vielleicht auch nicht. Ja, aber das Krasse ist, ja, das Playbook, wie man Arthur Smith beziehungsweise diese rabiate Offense oder Run-Offense quasi schlagen kann, das ist geschrieben worden. Ja, das liegt offen rum. Ja, das kann sich jetzt jeder nehmen, ja. Vorspulen, zurückspulen und zwar nicht mit 30 Sekunden Skips wie bei der Zone, sondern die können Millisekunden genau schauen, ja, wer hat wie wo gestanden und gesteppt, ja, und können es dementsprechend versuchen zu kopieren, um zu sagen so, hey, wir machen es einfach genauso. Und dann muss Ridder erstmal kommen und dann musst du auch reagieren. Ja, mal schauen. Ja, also es ist auf jeden Fall... Jedes Team kann die Hausaufgaben genauso gut machen wie Detroit. Wir müssen unsere halt auch machen einfach. Wir müssen unsere auch machen. Und wenn wir 3-1 stehen, bin ich auch von überzeugt. Ja, definitiv. Wenn wir 3-1 stehen,
haben wir so eine Diskussion nicht mehr. Stehen wir 2-2? Dann sitzen wir ja übrigens ja hier schon mal ein PSA, wie es so schön heißt, ein Public Public Service Announcement. Boah, jetzt habe ich Wortfindungsstörung wieder. Ja, wir werden nächste Woche Dienstag, das Feiertag, werden wir nicht auf Sendung gehen. Wir gehen Mittwoch dafür auf Sendung. Ja, kriegt ihr nochmal mit über die Social Media Kanäle. Ja, wir werden nach London. Ja, die meisten kommen sowieso wahrscheinlich auch erst Dienstag an, sind im Flieger und so weiter. Ja, deswegen haben wir gesagt, wir switchen das auf Mittwoch. Ja, gleiche Zeit werden wir uns da dann hören. Und dann werden wir drüber sprechen über ein 3-1 oder ein 2-2. Ja, mal gucken. Oder ein 2-1-1. Oh, bitte nicht. So schön. Ja, hatte ich einmal. Im Wembley tatsächlich habe ich mir angeguckt, damals die Redskins noch gegen die Bengals. Overtime. Ja, komplette. War die erste Overtime. Das war so 5 Stunden Entertainment im Wembley-Stadion. War geil. Ja, das war cool. Das war richtig gut. Ja, das war. Da hast du was gekriegt für dein Geld. So, ja. Hätte ich auch nichts dagegen. Aber klar, ein Unentschieden brauchst du nicht. Ja. Unentschieden brauchst du nicht. Wir können gespannt sein. Wir können gespannt sein. Fatih schreibt hier auch nochmal, im Block 119 geht die Party ab. Genauso sieht es nämlich aus. Ja. Lasst uns in London treffen, alle, die hier drin seid und kommt. Ja, alle auf dem Discord, quatscht uns an. Ja, seid uns bitte nicht böse, wenn wir nicht sofort wissen, wer ihr seid. Ja, wir sehen sonst immer nur Profilnamen. Ja, und deswegen ist es immer wieder witzig, so, wer bist du? Ah, du, ah, da, da, der, du bist du. Ja, von daher wird das ein paar Mal passieren. Aber ich habe mit einigen auch schon Kontakt gehabt. Das wird richtig schön. Ja, Samstag, Trafalgar Square. Ja, lasst uns da einfinden und dann richtig schön Party haben. Und trotzdem noch, ja, wenn es mir erlaubt ist, ja, hier trotzdem noch die Bitte zu äußern. Ja, lasst uns nicht übertreiben beim Feiern. Ja, ich weiß, jeder macht es auf seine Art und Weise und ich will hier auch gar keinem irgendwie erzählen, was er zu machen hat. Ja, aber lasst uns als Falcons-Community richtig toll auftreten, ja, gerade auch, weil das ganze Bird's Nest da ist und die ganzen Leute von den Falcons da sind, ja, dass wir uns nicht komplett irgendwie abschießen und dann irgendwie so, ja, fände ich toll, wenn wir uns da, sage ich mal, alle benehmen und dementsprechend eine schöne Party machen und dann auch alle mit klarem Kopf am Sonntag in den, wie ist das Ding nochmal, Green Man Pub? Green Man? Green Man Hotel. Genau. Ich wollte gerade sagen, in Facebook hat einer geschrieben gehabt, dass man auf jeden Fall gucken muss, Pub and Hotel. Weil es gibt wohl auch einen Greenman Pub, der ist schon ein bisschen weiter weg. Also, dass man sich da nicht verirrt. Ja. Hat in Facebook einer geschrieben gehabt. Ich werde mir auch nochmal die genaue Adresse irgendwie am Samstag geben lassen und dann hoffe ich, vergesse ich nicht, streue ich das nochmal. Ja, gibt ein bisschen was zu tun. Ja, gibt einige Anfragen. Es wird Social cross-medial auf jeden Fall wahrgenommen werden. Ja, wir werden auch wahrgenommen werden. Da gibt es ein bisschen was. Also seid auch dabei. Ja, ich meine, ihr seid ja sowieso an den Endgeräten überall dabei. Aber guckt da auch nochmal drauf. Da wird einiges passieren. Und dementsprechend sind da auch schon ein paar Anfragen reingeflattert. Gibt viel zu tun. Gibt ein bisschen was zu arbeiten, in Anführungsstrichen, aber wir werden das alles schön so mit verweben, dass wir da trotzdem Spaß haben. Ja, ich freue mich riesig und ja, wir können, glaube ich, das Spiel dann abhaken, ja, Demontage, jetzt flicken wir alles wieder zusammen, setzen den Motor wieder zusammen und hoffen, dass wir dann die Jaguars ja, in Grund und Boden fahren können. Können wir das gewinnen? Machbar. Schwer, aber machbar. Ja. Also ich glaube, es ist auch kein einfacher Gegner als die Lions oder die Packers. So ein Niveau, würde ich sagen, auf jeden Fall von den Packers. Mit sehr guten Receivern, einem sehr, sehr geilen Running Back. Defense Josh Allen, sehr gefährlicher Mensch. Trayvon Walker ist auch, scheint mehr und mehr in der Liga anzukommen. Wird knackig, aber gewinnbar ist auf jeden Fall. Wir drücken die Daumen. Aber selbst wenn wir das verlieren sollten, ja, wir werden auf jeden Fall eine Menge Spaß haben. Ja, weil jeder, der es noch nicht erlebt hat, sollte es auf jeden Fall erleben und kann sich wirklich darauf freuen. Das wird ein riesen Fest werden da im Stadion, beziehungsweise halt auch drumherum. Super. Okay. Dann einmal. Kommt mal aus euren Sesseln raus. Ja, ihr wisst, was los ist. Ja. Der hatte übrigens Geburtstag, AJ. Wann war das? 23. Vorgestern. 22. Einen Tag vorm Spiel. Also 21. Wann war das? 23. Genau. Ja, du, wenn bei uns die NFL-Zeit noch nicht mal richtig ist, wie soll ich das rechnen? Ja, ich verlasse mich immer auf die NFL-Zeit. Mann, Badewanne, Kevin.
Badewannen-Camp. Da gibt es nochmal eine Konferenz. Ja? Eine Sonderkonferenz. Von der ist Jutti, jetzt schon also. So alt wie ich und hat das Doppelte auf dem Konto wie ich. Wer? Badewannen-Camp? Nein, AJ. Wenn es das ja, doppelt ist, dann Glückwunsch zu deinem Kontostand. Genau. Okay. Leider nicht. Leider nicht. Nicht schlecht, Gucci Dave. Aber klar, wer Gucci Dave heißt, der hat es auch einfach geschafft. So, ja. So, so jetzt bringen wir uns mal hier nicht von unseren Übungen ab. Ja. Mittelfinger zusammen, Ellenbogen abgespreizt, Ellenbogen strecken für Incomplete Pass. AJ Terrell, der Beste, der allerbeste Cornerback aller Zeiten in diesem und in allen Paralleluniversen. Schön, dass ihr da wart, so konstant dran geblieben seid. Ja, we appreciate it, wie es so schön heißt, ja. Haut hier noch ein Like drauf, haut hier noch ein Abo drauf, ihr wisst, wie es geht. Schickt es euren Freunden, ja, auch wenn sie andere Fans sind. Einfach vorbeischicken, dass sie auch von uns hören und partizipieren können. Ist ja eigentlich immer ganz spaßig mit uns. Ja, auch wenn wir mal verloren haben, tragen wir es mit Würde, ja, und sind trotzdem hier für euch da. Hat uns sehr gefreut. Schönen Dank an euch. Schöne Grüße nochmal an Familie Heimann und Raphael, ja, unser neuestes Mitglied in der Falcons-Familie. Ja, sei immer schön gesund, das ist das Allerwichtigste. Und die Falcons-Siege kommen dann auch von alleine. Ja, also, in diesem Sinne, wir sehen uns in London, denn London is calling. Ja, bleibt gesund, bleibt uns treu. Bis nächsten Mittwoch, ja, einen Tag später. Rise up und goodbye.